herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 402. Mein Name René und heute nicht der Marvin mit dabei, nicht der Basti, nicht der Dennis, nicht die Patricia, nicht die Alex, sondern der Dominik. Gute, schön, dass ich dabei sein darf. Genau. Ja, nicht irgendein Dominik, sondern der Dominik, der die Eintracht Fußball-Fibel geschrieben hat, von der ich hier ein Exemplar, was du mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt hast, vor mir liegen habe. Und wir haben gedacht, es ist eine gute Gelegenheit, mal so ein bisschen ja, über das Buch zu sprechen. Wir hatten ja schon mal in einer früheren Folge über die FSV-Fußball-Fibel gesprochen und da warst du, glaube ich, schon gedanklich ziemlich weit mit dem Buch, oder? Ja, das Angebot oder die Absprache, das Buch zu schreiben, kam so, glaube ich, Ende 2018. Ja. Und dann im ganzen Jahr 2019 quasi habe ich dran geschrieben. Ich meine, theoretisch de facto ist man dann die letzten Monate vor Abgabe immer ein bisschen mehr dabei als in den ersten, aber genau. Ja, dann stelle ich dir gleich mal die erste Frage. Wie kam es dazu, dass du diese Anfrage für das Buch bekommen hast? Also was ist dein Hintergrund, dass man dir die Frage gestellt hat, möchtest du eine Eintracht-Fibel schreiben? Genau, also ich bin Journalist von Haus aus, habe 7 Jahre in Berlin beim Tagesspiegel gearbeitet. Ja. Zeitung, die man hier, aber vielleicht auch irgendwie in Hessen am Kiosk zumindest kriegen kann. Und habe viel auch als Fußballreporter über Hertha berichten dürfen oder müssen, je nachdem. Und bin jetzt seit ein paar Jahren frei unterwegs und war jetzt als Frankfurt-Fan, glaube ich, unter Kollegen verschrien, sagen wir es mal so. Also ich komme nicht aus Hessen. Ach so. Na, alle kamen immer zu mir und meinten, auch so in der Redaktion oder so, ja, bei euch in Hessen. Ich so, ey, ich komme gar nicht aus Hessen. Ich rede zwar die ganze Zeit über die Eintracht, aber ich komme eigentlich aus dem Pott, also so Rand-Ruhrgebiet und bin eher mental Hesse. Aber trotzdem hat sich das auch so rumgesprochen, der Frank Willmann, der diese Fußballfieberreihe erdacht und erfunden hat, der hatte noch so im Hinterkopf, dass ich diehard Eintracht-Fan bin. Ja. Und hat mich dann auch nochmal über eine andere Bande empfohlen bekommen. Und dann, glaube ich, war irgendwie ein Autor, ich weiß nicht, ob abgesprungen, auf jeden Fall gab es noch keinen Autoren für die Frankfurt-Fibel. Und ich dachte, das kann ich jetzt nicht auf mir sitzen lassen, dass es eine FSV-Fibel gibt, aber keine Eintracht-Fibel. Also hat er dich angesprochen oder hast du ihn so lange getriezt, bis er sich quasi genötigt gefühlt hat, dich anzusprechen? Also sowohl als auch, würde ich sagen. Also, okay. Ja. Jetzt hast du schon gesagt, du kommst aus dem Ruhrgebiet. Was ist denn bei dir in deiner Kindheit oder in deiner Jugend richtig gelaufen, dass du Eintracht-Fan geworden bist und nicht zufälligerweise Schalke, Bochum, Dortmund, sonst irgendwas? Ich wollte gerade sagen, richtig oder falsch gelaufen ist. Nee, ich bin sehr glücklich mit der Wahl, trotz einiger harter Jahre. So ein bisschen war Schalke natürlich der nächste Verein. Also so 30 Kilometer ist es, wo ich aufgewachsen bin, das Kaff, das ich wenigstens mal sagen dürfte, von Gelsenkirchen entfernt. Man kann sogar mit dem Bus durchfahren nach Buhr und dann zum Stadion, ist nicht weit. Aber irgendwie hat das halt nie so ganz gefunkt bei Schalke. Und irgendwie Eintracht war so, als ich mich angefangen habe, mit Fußball zu beschäftigen, intensiver in den frühen 90ern, gar nicht so schlecht. Ja. Es war gar nicht so schlecht anzugucken. Und das waren halt so ein bisschen wie, man sieht halt die eine Frau, die es einem irgendwie antut gegen alle Vernunft und checkt noch nicht, zumindest wenn man so jung ist, dass man gar nicht so oft ins Stadion kann, zumindest nicht zu Heimspielen. Und die ja dann eher so in Duisburg mal sieht oder auf Schalke dann. Wie alt warst du, als du Eintracht-Fan geworden bist? So ungefähr 10, würde ich sagen. Okay. Also so 10, hat das funktioniert? Weil so Kinder können ja dann auch schon mal sehr schonungslos sein. Und ich stelle mir das schwierig vor, wenn man umgeben ist von wahrscheinlich sehr Schalke geprägten Haushalten, wo alle Kinder quasi ab dem auf die Welt kommen Vereinsmitglied bei Schalke sind und man ist dann irgendwie der einzige Eintracht-Fan da rundherum, kann ich mir das in der Kindheit schon irgendwie schwierig vorstellen. Ja, ganz früher war es halt, also als ich so mit 7, 8, 9 Grundschule habe ich mit Fußball gar nichts zu tun, habe dann irgendwie immer den Verein, den die meisten gut finden, gesagt, ja, finde ich gut und keine Ahnung, wer es ist. Ja. Und dann später fand ich das als Frankfurt-Fan tatsächlich, also auch mit so zunehmenden Jahren, Teenager, es war so ein Rebellentum, würde ich fast sagen. Also ein bisschen, warum ausgerechnet Frankfurt-Fan, ich will anders sein, ich möchte irgendwie nicht Bayern, sondern irgendwie, ich bin Fan eines Vereins, da gerade Urs Gundensberger im Sturm in der zweiten Liga beschäftigt. Das fand ich irgendwie geil, auf eine weirde Art, ja. Ja, beides nachvollziehbar, sowohl das Weirde als auch, dass man sich vielleicht jetzt nicht an den
an den Massen orientieren will. Wir haben auch so ein bisschen überlegt mal, dass du gleich was über das Buch liest oder aus dem Buch mal vorliest, bevor wir dazu kommen. Als ich das Buch von dir bekommen habe und ich mich ja auch so ein bisschen eben ja auch mit anderen Fußballfibeln beschäftigt habe, die sind ja immer sehr geprägt von Interviews, Geschichten von Spielern. Da setzt man sich mal in die Fankneipe und spricht mit dem Wirt und er erzählt einem tolle Geschichten, wie irgendwie, weiß ich nicht, der Stürmer sich hier nach der Niederlage abgeschossen hat oder vor dem Spiel und dann morgens besoffen von der Kneipe auf den Rasen und dann trotzdem noch 3 Tore geschossen hat und so weiter. Das ist ja so überhaupt nicht dein Schreibstil. Du hast da ja einen, ich würde ihn jetzt mal als gewöhnungsbedürftig, aber trotzdem irgendwie ansprechenden Stil gewählt. Den werden wir auch gleich dann nochmal erleben, wenn du aus dem Buch was vorliest. War das von vornherein klar, dass du das so schreiben willst oder hat sich das im Schreiben an sich entwickelt? Ja, zunächst mal muss man sagen, also die Reihe hatte diesen Untertitel Fanschreiben für Fans. Also ja, es ist sehr, sehr subjektiv. Und auch wenn ich jetzt von Haus aus Journalist bin, hatte ich jetzt schon gedacht, ich schreibe es ein bisschen subjektiver und nicht so dieses klassische Interview, Artikel, Aufbau und irgendwie als wäre es für eine Zeitung, weil dafür bin ich auch emotional zu sehr dabei. Ja. Und dann habe ich so ein bisschen im Lauf überlegt, so was wäre so die richtige Form und ich war auch, also nicht nur wegen des Buchs, aber so auch mal in Frankfurt und war bei Veranstaltungen und habe auch Leute getroffen und dachte irgendwann so, das fühlt sich irgendwie falsch an, weil es halt irgendwie gar nicht die Art von Fansein ist, die mich so geprägt hat oder die für mich so Frankfurt ausgemacht hat, weil das waren, also oft eine Fairbeziehung natürlich, so weil ich weit weg war, aber es waren auch diese Typen und diese Momente, die ich so krass fand und dann war ich tatsächlich bei irgendwelchen Events, wo ich, hier in Berlin haben sie vorgestellt, diesen Pokalfilm, über den Pokal 2018 und Uwe Bein war da als Markenbotschafter und auch ein Held von mir kommt auch im Buch vor, hat sein eigenes Kapitel und ich dachte so, was soll ich den denn fragen? Also das ist irgendwie, das steht vor einem so und du denkst, das ist überhaupt nicht der Typ, den ich damals geil fand. Der sieht nicht mehr so aus, der erinnert sich wahrscheinlich selber auch nicht mehr an die Hälfte aus Gründen, aber irgendwie habe ich gedacht, das bringt es einfach nicht. Also ich habe natürlich auch paar Interviews geführt mit Fußballern und Ex-Fußballern und das ist gar nicht so einfach, wie man denkt oder manchmal auch echt ein bisschen Stargehabe und jetzt so ein Toni Boah irgendwie über die Eintracht aus Ghana irgendwie anzufragen und dann triffst du den und dann kannst du den das fragen, aber das nicht. Und ich denke so, ich würde gerne mit dir ein Bier trinken, aber es passiert nicht, aber im Geiste habe ich mit dir schon Bier getrunken oder mit ein paar Spielern und das waren für mich wie so Comichelden, so übergroße Figuren, die so meine Jugend geprägt haben, okay, auf eine Art, die vielleicht mit der echten Person gar nicht so viel zu tun hat, wie, weiß nicht, wenn man immer Fan von irgendwas ist, von der Band oder von irgendeinem Spieler oder von irgendwas, das ist ja, die sind ja ein Teil von deinem Leben. Und irgendwie findest du die so geil, weil du das in der Phase deines Lebens vielleicht auch gerade brauchst, weil du denkst, ich bin irgendwie ein Teenager und ich will Helden haben oder so, oder ein Kind. Und irgendwie das Gefühl wollte ich so ein bisschen, also auch diese Momente nochmal auferstehen lassen, das kannst du, finde ich, nicht durch Nacherzählen und ja, das stimmt irgendwie auch. So Wikipedia, also es weiß ja auch jeder, also ich muss ja nicht erklären, wer das 5-1 gegen Kaiserslautern 99 geschossen hat. So. Nee, das kriegt man wahrscheinlich gerade noch so hin, ja. Mhm. Ja, aber klar, dass es gewöhnungsbedürftig ist, dass ich so fiktive Versionen von Spielern erschaffen habe, die ich dann treffe in verschiedenen Phasen meines Lebens und mich mit denen unterhalte, kann ich verstehen, dass das nicht jedem sofort einleuchtet. Ist das jetzt echt? Ist das Fantasie? Soll auch ein bisschen verwirren. Ich hoffe, es macht Spaß in erster Linie. So, also mir hat es großen Spaß gemacht beim Lesen. Ich muss in der Tat zugeben, dass ich bei dem ersten Kapitel, was ja auch, du hast das Buch ja so an sich chronologisch aufgebaut, aber es fängt ja schon eher so in der aktuellen Zeit so ein Stück weit an, dass ich im ersten Kapitel schon erstmal hart überlegen musste, ist das jetzt wirklich passiert? Weil ich konnte es mir tatsächlich auf der Art und Weise, wie du das beschreibst, durchaus vorstellen. Oder ist das jetzt irgendeine Fantasiegeschichte? Ist das jetzt irgendein ein Heranführen? Und da war ich dann noch so ein bisschen im Glaube, okay, das ist das erste Kapitel und danach wird das wieder so einen klassischen Schreibstil irgendwie kriegen. Und dann habe ich festgestellt, so, nee, ist es nicht. Aber ich fand es dadurch auch irgendwie ansprechend, weil es ja für mich, und das war ja, glaube ich, auch, also habe ich jetzt auch verstanden, ist das, was du transportieren wolltest, so deine Geschichte, wie du zur Eintracht gekommen bist und da immer mehr reingewachsen bist, plus eben, wie du schon sagst, die Art und Weise, wie man
Spieler, Verantwortliche, Trainer dort auch quasi sieht. Und da gebe ich dir vollkommen recht, wenn du heute mit den Leuten sprichst, ist das wahrscheinlich komplett anders zu dem, wie du die Leute damals für dich wahrgenommen hast. Und dadurch, dass du ja immer als Fan eine gewisse Entfernung zu den Spielern oder zu den Trainern hast, baust du dir natürlich so Charaktere auf, die die für dich dann an der Stelle irgendwie verkörpern. Und das, finde ich, hast du ganz gut eigentlich mit den Geschichten da auch irgendwie erzählt beziehungsweise erzählen wollen, soweit ich das jetzt verstehe. Genau, ja, also so ein bisschen ist manchmal das Schlimmste, was passieren kann, wenn Träume sich erfüllen oder wenn man mal seinen eigenen Held trifft oder so. Ich weiß noch, ob ich als junger Praktikant irgendwie mal Ulf Kirsten oder so interviewen durfte und so und dann irgendwie feststellte, so nett ist der gar nicht. Vielleicht habe ich ihn auch nur auf dem falschen Fuß erwischt oder stotternde Fragen gestellt. Aber so ein bisschen habe ich viele Fußballer und Ex-Fußballer kennengelernt und ein paar mich wahnsinnig überrascht und ich dachte, war ein wahnsinnig netter Kerl. Ja. Hätte ich nie gedacht. Und manchmal habe ich gedacht, ganz ehrlich, wer bist du eigentlich? Also klar, du hast ein paar geile Fußballspiele gemacht, aber das ist kein Grund, so rumzulaufen und so mit Leuten umzugehen. Ja. Und irgendwie so ein bisschen wollte ich mir auch ein paar Leute nicht kaputt machen. Ich wollte eigentlich das, was ich großartig an denen fand, nochmal aufleben lassen und nicht sagen, ich treffe den jetzt. Vielleicht hätte mich aber auch jemand positiv überrascht, keine Ahnung. Vielleicht ist irgendwo bei, wenn man mit dem Bier trinken geht und der sich drauf einlässt, wahnsinnig geiler Geschichtenerzähler. Aber war jetzt nicht der Ansatz. Ich meine, tatsächlich mit Bastos, was du gesehen hast, das hätte ja sein können. Ich meine, ich treffe ja durch meine Arbeit, also ich war da auch als, also nicht als Reporter im Dienst, aber Reporter außer Dienst bei diesem Spiel gegen Union und ich war auch in der Mixzone, da war auch Bastos. Insofern sind diese Geschichten, wie eigentlich, denke ich, alle guten Geschichten, basieren immer so ein bisschen auf der Realität. Ja. Aber ein bisschen ist auch Fantasie dabei und dann wird es irgendwie in diesem Wechselspiel aus Fantasie und Realität, glaube ich, kommt da ein bisschen Musik rein. Hoffe ich zumindest. Ja. Ja, dann lass uns da vielleicht mal direkt damit ansteigen. Bastos ist tatsächlich dein erstes Kapitel. Ich muss ja dann ganz ehrlich sagen, Bastos ist für mich so ein bisschen streitbarer Charakter. Ich verstehe, warum man ihn geholt hat. Trotzdem habe ich so ein bisschen meine Probleme mit diesem, mit dem Menschen, aber mit dem Spieler Bastos. Aber wir können ja gleich mal vielleicht einfach mal reinhören, wie du ihn in deinem Kapitel beschrieben hast. Du hattest ja immer so zwei, drei Seiten rausgesucht. Vielleicht magst du einfach mal anfangen vorzulesen und dann können wir da ja nochmal drüber sprechen. Genau, einfach mit dem Anfang anfangen. Dann fang an. Gute Idee. Genau, also Kapitel 1, Bass. Es war Ende September 2019 in Berlin und ich stand im Wald und pinkelte. Der Tag zuvor war regnerisch gewesen, gegen Abend riss der Himmel auf und so war ich noch zur alten Försterei gefahren. Die Fahrt von Kreuzberg nach Köpenick zog sich, trotz oder gerade wegen des Wegbiers. Als ich aus der überfüllten Tram stieg, tat ich es den Fans von Union und Eintracht gleich und suchte das Dickicht entlang des Waldweges auf, der zum Stadion führte. Typisch Hinti, kann nicht an sich halten, rief ein Union-Fan einem Frankfurter im Hinteregger-Trikot zu. Der Eintracht-Verteidiger war kurz zuvor wieder mit einer Alkohol-Eskapade in Österreich aufgefallen. Ich grinste über den Kommentar und fühlte mich leicht ertappt, als mir jemand von hinten auf die Schulter tippte. Ich spürte einen großen, dunklen Schatten hinter mir. Reflexartig drehte ich mich um. »Mann, doch nicht auf meine Schuhe«, rief Bastos empört. Es war ein seltsamer Anblick, wie der 1,96 Meter große Holländer in voller Eintrachtluft vor mir stand und auf seine teuren Treter in Größe 48 schaute, die ich besudelt hatte. Ich hätte es jetzt seltsam finden können, plötzlich im Wald von einem Frankfurter Fußballprofi angesprochen zu werden, aber ich war es ja mittlerweile gewohnt. »Weißt du, wo es hier zum Stadion geht?« fragte Bass mit leierndem holländischen Akzent, während er sich mit mehreren Blättern weitgehend seine wertvollen Füße getrocknet hatte. Die Frage wunderte mich nicht, er war schließlich neu. Bass Dost spielte ja zum ersten Mal mit der Eintracht in Köpenick, Union war ja gerade aufgestiegen und der Stürmer erst einen Monat zuvor nach Frankfurt gewechselt. Der Niederländer, der in Portugal Tore in Serie geschossen hatte, sollte das beste Sturmtrio des Jahrzehnts ersetzen. Luka Jovic, Sebastian Haller und Ante Rebic. Diese Büffelherde genannte Urgewalt hatte in der vergangenen Saison fast 60 Pflichtspieltore erzielt und sich danach für 100 Millionen Euro Ablöse über halb Europa verteilt. Madrid, London, Mailand. Diese drei zu ersetzen war nicht die dankbarste Aufgabe für einen 30 Jahre jungen Niederländer, der gerade einmal 7 Millionen Euro gekostet hatte und ganz offenbar nicht einmal das Stadion fand. Komm mit, ich muss auch hin, sagte ich und zog den Reißverschluss zu und stapfte los. Bass folgte mir schlaksigen Schrittes, ein schiefer Menschenturm mit schüttrem Haar und vollem Bart.
Mit seiner Körperlänge überragte er mich noch einmal und ich war schon 1,92 Meter groß. An guten Tagen sah ich aus wie Mats Hummels, wurde mir manchmal gesagt. An schlechten wie ich. So schritten wir durch die Nacht. Zwei Männer über 30, die ihre besten Tage womöglich hinter, womöglich noch vor sich hatten, auf dem Weg ins Stadion, wo noch so viel möglich schien. Mein prominenter Begleiter neben mir erregte keine Aufmerksamkeit, weder unter Union noch unter Eintracht-Fans, die ebenso wie wir zum Stadion schlenderten. Auch das war ich schon gewohnt. Für sie waren wir zwei nur einer. Wunderst du dich gar nicht, dass ich hier bin? Fragte Bass. Mann, du bist echt neu hier, was? Antwortete ich, den Blick geradeaus. Wie meinst du das? Die meisten Leute würden ausrasten. In Portugal haben sie mich umringt, wenn ich mal in die Stadt bin. Also habe ich es lieber gelassen. Ist anders hier, sagte ich. Glaub mir. Bass schaute sich um und war überrascht, dass ihn keiner wahrzunehmen schien. Erkennen die mich nicht? Die sehen dich nicht. Das kann nur ich. War schon immer so. Das heißt, du konntest schon immer Menschen sehen, die keiner sonst sieht? Nicht Menschen. Fußballer. Profifußballer. Von Eintracht Frankfurt, ja. Eigentlich auch nur die Guten. Waren also nicht so viele. Der falsche Doss schaute verdutzt. Sein Gesicht verzog sich zu einer Grimasse, die dem Holländer nicht unbedingt schmeichelte. Heißt das, ich bin auch nicht echt? Soweit erstmal. Warum Bas Dost als erstes Kapitel? Zum einen wollte ich ein bisschen in der Jetztzeit anfangen, also in der aktuellen Saison, die jetzt unerwartet lange gedauert hat. Insofern ist es so quasi noch trotz Corona-Verzögerung, dank Corona-Verzögerung in der Saison erschienen. Ja. Ich hatte tatsächlich eine Ursprungsversion von dem Kapitel, da war es André Silva. Im Nachhinein muss man sagen, wäre der bessere Spieler gewesen. Vielleicht irgendwie auch nicht, weil ich fand Bas Dost erstmal für ihn als Typen, ich weiß, was du meinst, sportlich schwierig. Als Typen irgendwie ist der, hat auch was Tragisches und was Komisches. Ja. Also wie der aussieht, wie er sich bewegt, einfach so ein, das sieht aus teilweise wie 50, wenn er auf dem Platz ist, wirkt irgendwie so immer, als hätte er gerade auf die Throne gebissen, aber als könnte der auch irgendwie Spaß haben, aber man weiß nicht wann. Und irgendwie fand ich den, weiß ich nicht, irgendwas hat der in mir ausgelöst. Also so ein bisschen steht er einfach auch dafür, für jede Saison, ich meine, als Eintracht-Fan kennt man das, kommt halt so ein Hoffnungsträger. Ich weiß jetzt nicht, ob das er oder Silva kam ein bisschen später, aber so ein Typ, wo du denkst, wenn der einschlägt, dann läuft's. Und so ein bisschen kommt das auch im Kapitel raus, so ist ja quasi jedem Spiel, denkst du, nächster Angriff bringt die Wende. So noch eine Flanke, noch köpft einmal drauf, dann klappt's, holt noch einen Stürmer. Weißt du, es ist irgendwie dieses Absurde, was Fansein ist. Man, entgegen aller Logik und Erfahrung sagt man so, der Nächste sitzt. Und Bas Dost hat im Nachhinein nicht gesessen, aber finde ich, gerade dadurch steht er halt für dieses aberwitzige Hoffen. Ja, ja gut, gesessen hat er schon sehr oft, nämlich auf der Tribüne und auf der Bank, aber ja. Ich verstehe schon, was du meinst. Ja, es ist immer so der eine Spieler, wo man denkt so nach dem Motto, das ist der und wo man irgendwie ganz viel drauf hält und am Ende hält er das Versprechen halt nicht ein, was nicht er einem gegeben hat, sondern was man sich selbst eingeredet hat, was er einem gibt. Ja, das stimmt, da ist wahrscheinlich Bas Dost schon der Charakter, der da am ehesten dafür passt. Ja, der hat echt auch viele Tore in Portugal gemacht, muss man sagen. Also ja, als richtig. Sie ihn geholt haben, dachte ich, smarter Move, also ist jetzt irgendwie relativ günstig, ist jetzt irgendwie ist ein erfahrener Spieler. Gerade ja. Wenn du auch eine Mannschaft hast, wo der ein oder andere Junge mit dabei ist, ist es wahrscheinlich gut, wenn du jemanden hast, der Erfahrung hat, der vielleicht auch auf seine eigene Art und Weise ein bisschen Ausstrahlung hat. Ist jetzt auch ein Spieler, der, ich würde jetzt mal sagen, so unproblematisch ist. Das ist jetzt nicht irgendwie einer, wo du dir Angst machen musst, dass der irgendwie Balkone in Brand steckt oder so. Ne? Mhm. Von daher und wahrscheinlich auch, also wie du schon sagst, der sieht immer so ein bisschen aus, als wenn er auf die Zitrone gebissen hat. Auch jemanden, der allein von seiner Art und Weise auch den Gegner so ein Stück weit einschüchtern kann. Also er hätte schon viele Züge gehabt. Wahrscheinlich. Ich meine, geh mal zurück in den letzten Herbst, als er so zwei Tore gegen St. Pauli im Pokal gemacht hat und irgendwie hat den ersten Spielen ordentlich getroffen und so. Und das hätte sein können. Ich meine, das ist entstanden, das Kapitel im Herbst 2019. Ich hatte dann lange überlegt, ändere ich das nochmal, nehme ich einen anderen Spieler rein, schreibe ich irgendwas über Corona rein. Ich dachte irgendwie nicht, lass es jetzt so stehen als Momentaufnahme. Ja. Und irgendwie für diese Scharniersaison auch so. Du hast diese Büffelherde, du denkst, jetzt geht es richtig nach vorne mit der Eintracht, ist es ja auch ein Jahr und dann ist diese Herde weg
Und jetzt kommt diese Situation, entweder du gibst diese 100 Millionen gut aus oder du machst, was wir gemacht haben und gibst die halt für die Brissot und Dominic Cor aus. Ich könnte entweder heulen oder weinen. Aber so ein bisschen ist es ja auch am Ende der Saison immer noch nicht klar, welche Richtung es ausgeschlagen ist eigentlich. Ist das jetzt gut oder schlecht? Aber können wir auch nachher noch drüber reden. Aber so ein bisschen dachte ich so, wenn Bas Dost sitzt, dann wird es was. Und wenn er nicht sitzt, dann wird es nichts. So ein bisschen steht er dafür, für dieses ganze Jahr eigentlich. Ja, das stimmt schon. Jetzt hast du gerade eben gesagt, du hast erst überlegt, André Silva zu nehmen. Hm? Welche Story hättest du denn genommen, wenn du über André Silva gesprochen hast? Hättest du dem auch auf die Schuhe gepinkelt? Ich glaube, der Anfang wäre ähnlich gewesen. Also so ein bisschen, ich war ja wirklich bei diesem Spiel, ja. Quasi mit einer Pressekarte, aber ausnahmsweise mal nicht mit Laptop und Stress, sondern mit Muße und einem Bier und hab mir das anguckt, weil man kriegt für Union tatsächlich überhaupt keine Karten, auch als Privatmann höchstens über so eine Verlosung. Und dann habe ich dem Kollegen im Urlaub die irgendwie abgeschwatzt und dann ging ich dahin und so ein bisschen, was in dem Kapitel passiert, stimmt auch. Und ich war auch in der Mixzone und hatte so leicht ein Sitzen, will ich jetzt nicht sagen, das klingt falsch, aber auf jeden Fall dachte ich so, was ein absurder Ort, weißt du, die Journalisten drängen sich da hinter den Flatterbändern, die Spieler kommen dahin, haben irgendwie keinen Bock, die Journalisten irgendwie auch nicht so richtig, Bas Dost erzählt was über Gümmer-Reisch, weil er schon mal gegen die gespielt hat und wirkt einfach so, als wüsste er selber nicht, wer das ist. Und André Silva stand da auch und sagt irgendwelche englischen Phrasen, austauschbar, regiert sie nicht. Also über André Silva wäre es vielleicht ein bisschen trauriger geworden, weil ich finde, er hat sowas, ich habe ja in Portugal gelebt, sowas Melancholisches, irgendwie so leicht traurige Augen, obwohl er so ein Sunny-Boy-Bodybuilder fast schon ist, aber irgendwie wäre es vielleicht ein bisschen melancholischer geworden, das war mir vielleicht zu, weiß ich nicht, da Bas Dost hat ein bisschen mehr Comedy-Potenzial, sag ich mal. Ja, okay, das stimmt natürlich, ja. Genau, ja, so ein bisschen, ja, wollte ich genau nicht direkt in den, also es fängt ja an den 90ern und wollte nicht direkt damit anfangen. Ich dachte so, einmal kurz auch das Konzept erklären, okay, das sind Spieler, die sind da, aber irgendwie auch nicht. Und irgendwie habe ich gemerkt, Leute, ihr versteht es also immer noch nicht. Also ich glaube, wenn man es ganz liest, dann versteht man es. Und dann kann man zurückgehen und dann ist mein Nachbar auf einmal Uwe Bein. Und dann schwänze ich die Schule mit Steppi. Und dann versuche ich Okocha-Tricks und Okocha erklärt mir wie. Und so weiter. Und dann macht es vielleicht auch mehr Sinn. Ja, man kann also das ist tatsächlich so ein bisschen die Einstiegshürde für das Buch. Wie gesagt, mir ist es nach dem ersten Kapitel nicht so ganz klar geworden. Mhm. Und ich habe da so 2, 3 Kapitel gebraucht, aber umso länger man sich damit beschäftigt, umso nachvollziehbar wird es dann einfach auch für einen. Jetzt hast du gerade eben gesagt, du hast diese Mixzone von außen beobachtet. Jetzt kennst du die ja wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr. Du hast ja gesagt, du hast warst ja auch Journalist oder bist Journalist und hast ja auch über Hertha und so weiter geschrieben. Das heißt, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du auch so die ein oder andere Frage in dieser Mixzone an Spieler schon mal in deinem Leben gestellt hast. Für mich als Nicht-Journalist und jemand, der noch weiter weg ist, macht das sehr oft das Gefühl, als wenn da einfach Fragen gewürfelt werden. Ist das so oder wie kommen manche Journalisten auf diese sackdämlichen Fragen, die dann da gestellt werden? Ja, im Prinzip willst du ja irgendwie immer das Gleiche von diesem Spieler wissen, nämlich irgendwie, wie geht's ihm jetzt damit? So, wie fühlen sie sich jetzt? Und wenn du halt irgendwie stumpf bist, dann fragst du halt, wie fühlen sie sich jetzt? Oder du willst halt wissen, woran es hat gelegen? Und wenn du halt stumpf bist, fragst du, woran hat es gelegen? Und irgendwie, das sind ja immer die gleichen Fragen in 1000 Variationen, so. Und dann, weiß nicht, ist es ein Gedränge und dann hast du vielleicht irgendwie, mal Glück, wenn du irgendwie vorne stehst oder wenn du wie ich lange Arme hast und dich so über die Pulk mit deinem DT-Gerät beugen kannst, so und dann stehen oft die Jungs von, sagen wir mal, den Boulevardzeitungen, die auch so mit den Spielern versuchen, so ein bisschen rumzukumpeln vorne und stellen da auch manchmal so Fragen, wo du sagst, das passt total in eure Linie, was ihr braucht, aber irgendwie so als vielleicht seriöse Zeitung, die es eher analysieren möchte, passt es überhaupt nicht und dann bist du in so einem Pulk, aber es ist öfter, dass du halt so Pulk-Situationen, das ist für niemanden so richtig befriedigend, aber das ist der moderne Fußball. Also dieses mal One-on-One mit am besten keinen Pressesprecher nehmen und vielleicht so an einem neutralen Ort Kneipe wäre geil, aber es gibt es kaum noch. Eher unrealistisch heutzutage. Nee, also ich habe auch schon, weiß nicht, also letzte, wo ich mich erinnern kann, Mike Franz war so ein Spieler, den ich irgendwie auch mal zur Seite genommen habe und meinte, erklär mir das nochmal mit dem Abstieg und so. Also wo ich einfach gesagt, ich bin jetzt Fan und irgendwie, ich diktiere das aus, aber ich habe mal ein paar Fragen. So. Ja. Aber das gibt es kaum noch. Also zumindest kriege ich kaum noch mit. Ja. Ja, okay.
okay, dann ist es tatsächlich so, wie das von außen immer rüberkommt. Und dann stelle ich mir ernsthaft die Frage, wie sinnhaft dann diese Interviews überhaupt schon sind, weil sie, wie du schon sagst, die dienen dann vielleicht, um einen zitierfähigen Satz für die großgeschriebene Überschrift von irgendeinem Boulevardblatt zu haben, aber tatsächlich für journalistisches Produkt, würde ich sagen, ist es dann auch eher ungeeignet. Ja, kommt immer auf an, was du machst. Du kannst es ja auch so ein bisschen ironisch, ich liebe halt die Süddeutsche, wie die es manchmal quasi ja, um so einen stumpfen Satz am ironisch Pagelanten dreht. Aber im Großen und Ganzen ist es halt, ich meine, Corona ist ja noch schlimmer geworden. Also da konnten irgendwie, also ich war Gott sei Dank raus und habe schön Homeoffice gemacht für unter anderem das Buch, aber auch mitbekommen, wie die Kollegen dann irgendwie über WhatsApp ihre Fragen an die virtuelle Pressekonferenz einreichen dürfen oder wie dann nur noch irgendwie 2-3 Zeitungen irgendwie rein dürfen und dann ist es so an Kreativität und Vielfalt in den Fragestellungen und der Berichterstattung auch nicht mehr weit her und dann ist es so ein bisschen, die Bundesliga produziert sich so ein bisschen selbst und braucht eigentlich nur jemanden, der die erwartbare Frage stellt und genauso langweilig ist es dann auch, also leider oft, ja. Jetzt ist Bas Dost dein Einstiegskapitel und du hast gesagt, du fängst dann so in den 90ern an. Das heißt, du, wenn wir einmal auf die Kapitelliste gehen, du fängst mit Uwe Bein an, Yeboah, Okocha, Stepi, Fjørtoft, Nikolov, was ich auch spannend fand, diesen Vergleich, Nikolov mit einem Schrank zu vergleichen, der quasi überall mit hingeht, fand ich ein sehr, sehr lustiges Kapitel tatsächlich. Die ungleichen Onkels Heribert und Friedhelm. Alex Meyer, Ante Rebic und am Ende Adi Hütter. Wie bist du zu dieser Auswahl dieser Kapitel gekommen? Klar, nachvollziehbar, wenn du sagst, du bist in den 90ern Fan geworden, dann müssen da einfach ein Yeboah und ein Okocha rein und ein Stepi auch und um Fjørtoft kommst du auch nicht drum rum, aber da wären ja auch noch andere Spieler gewesen, über die man hätte schreiben können. Ja? Wie ist es zu dieser Auswahl gekommen? Es war tatsächlich echt gar nicht so einfach, weil irgendwie, ich habe mir aufgeschrieben, wen würde ich gern schreiben, mit wem verbinde ich auch was. Also ich verbinde mit jedem Eintracht-Spieler was. Du kannst mit Bohanetin Kaimak irgendwie sagen oder Juvil Zumo oder so, den verbinde ich alles was, aber geben die Kapitel her, haben die mich und die Fans auch so bewegt. Und dann wird es schon ein bisschen weniger und tatsächlich sind es jetzt 11 Kapitel geworden. Ich glaube, fertig geschrieben, zumindest angeschrieben hatte ich 17, es hätte 22 werden können. Aber irgendwann denkst du auch, okay, die Seitenzahl war vorgegeben. Ja. Dann hast du irgendwann 22 sehr kurze Kapitel und eigentlich keine Geschichten mehr, nur noch so Ausrisse. Und so ein bisschen waren auch natürlich so in den 90ern teilweise jetzt schon sehr viele Charaktere. Und ich wollte aber auch, dass es so eine indirekte Geschichte der Eintracht der letzten 25 Jahre ist, die natürlich ein bisschen 90er-Schwerpunkt hat, weil da waren auch noch ein paar geile Spieler da und dann zwischendurch nicht mehr ganz so viele. Aber so ein bisschen sollte es nicht nur 90er-Abgekulte sein, sondern auch so der große Bogen zu heute. Und die Geschichte fängt ja auch so ein bisschen, wenn man sie so liest, ist es auch so eine Kreisbewegung. Also quasi, ich stehe heute in diesem Punkt, wo ich irgendwie dieses Buch schreibe, dann geht es zurück zur Kindheit, den Punkt, wo ich immer Reporter werde, so ein bisschen merke, dass das so mit diesem Kindheitstraum Reporter werden auch nicht ganz so viel zu tun hat. Und dann so ein bisschen am Ende quasi so ein bisschen das Fansein wieder für mich entdecke und dann dieses Buch schreibe. So ein bisschen ist das so ein Kreis und diese 11 Spieler machen dann auch Sinn zeitlich. Ja. Und von wofür sie auch stehen oder was für mich standen, ja. Okay. Jetzt sagst du hast 17 angeschrieben. Jetzt gib uns mal einen kleinen Ausblick. Welche Kapitel hätten es denn noch vielleicht oder fast ins Buch geschafft, die du zumindest angeschrieben hast? Da sind ja noch 6, die du zumindest angefangen hast. Na, über Jan Furtok hatte ich ein Kapitel, der jetzt, glaube ich, die wenigsten Eintracht-Fans als Legende in Erinnerung geblieben ist. Für mich stand er halt, also ich bin halber Pole, meine Mutter kommt daher, bin aber hier geboren und aufgewachsen und kann auch leidlich Polnisch nur, lerne es gerade wieder so ein bisschen, aber für mich, mein Polentum stand da immer dafür, weil Jan Furtok auch so ein Spieler ist, den man irgendwie auch so ein bisschen scheiße fand, weil er nicht ganz so gut war, wie er hofft, aber irgendwie hat er auch was gehabt, so ein Rudi Völler in Polnisch, so auch mit der Friese und den Haaren. Ja, stimmt. Und irgendwie war es auch, also das Kapitel wäre dann sehr persönlich irgendwie, wie es ist, so in den 90ern mit Familienurlaub über Polenmärkte zu gehen und irgendwie zu denken, ich finde das alles ganz furchtbar und grau hier und ich will nach Hause. Und irgendwann dann älter zu werden und zu merken, dass dieses, was man vorher gar nicht so wahrhaben wollte, dass man irgendwo doch anders ist als die anderen Kindern, dass das irgendwie schon ganz cool ist und dass das auch so eine Welt ist, die einem so offen steht und dass man ganz jung schon mitbekommen hat, dass es auch noch andere Länder und andere Sprachen gibt,
was auch was Cooles ist, aber so ein bisschen hat der dann auch nicht mehr reingepasst, weil es jetzt nämlich Okocha und De Boer stinkt da vielleicht ein bisschen ab. Ja, ich hatte, glaub ich, ist nicht so ganz sonst, das gleiche Level, das stimmt schon, ja. Sportlich nicht ganz und weiß nicht, später, ich hatte ein Makoto Hasebe-Meditationskapitel. Das war irgendwie witzig, aber irgendwie hat das auch nicht so einen Wumms gehabt und es passte auch nicht so ganz mehr rein. Aber irgendwie, vielleicht kann man die nochmal so als Bootleg-Version B-Seite, wenn es nochmal aufgelegt wird, für die Sammler nochmal alles rausbringen. Okay. Ja, spannend. Bei der Auswahl der Kapitel, aus denen du lesen willst, hast du dir auch noch zwei aus den 90ern rausgesucht. Einmal, natürlich, man kommt nicht dran vorbei, Tony Yeboah und JJ Okocha. Mit welchen von den beiden möchtest du weitermachen? Bleib mal in der Chronologie. Ich würde mit Tony weitermachen, weil man dann schlechter bis kapiert, wie ich im Ruhrgebiet Eintracht-Fan geworden bin. Ja, dann lass uns an deiner Geschichte teilhaben. Okay, kurz mal blättern. Praktischerweise immer die Anfänge genommen, da muss man nicht so viel blättern. Das ist schon mal gut. Ja, faule Autoren. Kapitel 3, Tony. Das Parkstadion hatte kein Dach. Daran wird es gelegen haben. Der FC Schalke trug Anfang der 90er Jahre seine Heimspiele noch in dieser Betonschüssel mit Laufbahn aus, in der man weit weg vom Spielfeld saß und bei Regen immer nass wurde. Eigentlich war Schalke mein Verein, rein geografisch gesehen. Von Schermbeck, meinem Heimatdorf, sind es nur knapp 30 Kilometer nach Gelsenkirchen. Mein Vater unterrichtete dort an einer Berufsschule und bekam öfter mal Karten für Schalke-Spiele angeboten. Er nahm sie selten an, Sport interessierte ihn nicht besonders. Ab und an aber ging er mit mir hin. Ich begann gerade, mich vorsichtig für Fußball zu begeistern. Irgendetwas musste ja dran sein, wenn alle meine Klassenkameraden sich das ansahen. Mein Vater war, glaube ich, einfach froh, etwas gefunden zu haben, das wir gemeinsam unternehmen konnten. Es wäre also logisch gewesen, wäre ich Schalke-Fan geworden. Doch jedes Mal, wenn wir im Parkstadion waren, regnete es. Wahrscheinlich stimmt das gar nicht. Wahrscheinlich hat es nur ein- oder zweimal geregnet. Oder wir saßen auch mal überdacht. Aber in meiner Erinnerung hocke ich bei jedem Schalke-Spiel in einer Pfütze. Oder irgendein Idiot hinter mir, der beim Torjubel aufsprang, schüttete mir Bier über den Kopf. Was auf dasselbe hinauslief. Ich war klatschnass. Dazu all der Rauch, der Alkohol, das Fluchen, das schreckte mich ab. Ich war ja gerade 10. Okay, das Fluchen fand ich schon cool. Im Parkstadion wurde ziemlich viel geflucht. Es gab ja auch Grund dazu. Schalke spielte meist ziemlich schlecht, oft gegen den Abstieg, manchmal sogar zweite Liga. Damit wollte ich nichts zu tun haben und ahnte nicht, was mir noch blühen sollte. Dabei hatte ich gar nichts gegen Schalke. Ich hegte durchaus Sympathien für den Verein. Allein schon, weil ich zwischen Vorgärten aufwuchs, in denen blau-weiße Fahnen wehten. Aber das mit dem Parkstadion und mir, das hat einfach nicht gepasst. Wie eine schöne Frau, die man im falschen Moment trifft. In dem Moment, wenn sie dir Bier über den Kopf schüttet und dich im Regen sitzen lässt. Ich war ohnehin zu jung für solche Dinge. Das sollte sich an diesem Tag im September 1993 schlagartig ändern. Ein Autor, der das deutlich besser formulieren kann als ich, der große Nick Hornby, beschrieb ihn einmal, diesen einen Moment, wenn es dich packt. Es geschehe plötzlich, unerklärlich, unkritisch und ohne einen Gedanken an den Schmerz und die Zerrissenheit zu verschwenden, die damit verbunden sein würden. So war es jedenfalls bei mir, als ich sie sah. Obwohl ich sie anfangs nur schemenhaft erkennen konnte. Wir saßen ja weit weg. Aber ich erkannte gleich, dass sie Klasse und Stil hatte. Gelbes Hemd, blaue Hose, weiße Strümpfe. Sie sah aus wie die brasilianische Nationalmannschaft. Es handelte sich um die Mannschaft mit den schwarz-weißen Comicadlern, die ich aus den Kickerheften meines Bruders kannte. Auf den Fotos im Heft hatte sie noch rot getragen. Jetzt spielte diese Mannschaft in Gelb, in Gelsenkirchen auf Schalke. Ließ die aufdringlichen Schalker ins Leere laufen, wirbelte elegant herum und tänzelte in einem Tempo weiter, das den Zuschauern der Atem stockte. Ich war fassungslos. Wie heißt das, was die da machen? Wer zur Hölle ist sie? Fragte ich mich leise. Die Eintracht, sagte eine Stimme neben mir, aus Frankfurt. Ich blickte neben mich. Da saß ein Mann, der in vollkommener Ruhe das Spiel verfolgte. Den Oberkörper aufrecht, die Augen schmal, die Lippen gespitzt. So einen Mann hatte ich noch nie gesehen. Er war schwarz. Bis dahin hatte ich praktisch keinen Kontakt mit dunkelhäutigen Menschen gehabt. Bei uns im Dorf gab es lange keine Menschen, die anders waren, die anders aussahen als alle anderen. Als halbe Polen waren wir ja schon die Exoten. Dann kamen Asylbewerber aus Afrika, sie huschten mit Einkaufstüten zu ihren Wohncontainern, als wollten sie unsichtbar bleiben, als hätten sie Angst vor uns oder wir vor ihnen. Dabei war ich als Kind eher fasziniert, wie anders die Welt sein musste, aus der sie kamen, wie bunt, wie abwechslungsreich, also gar nicht wie unser Dorf.
Ich hätte sie gerne gefragt. Der Mann neben mir strahlte vollkommene Ruhe aus. Eine gewisse Erhabenheit, als stünde er über den Ding. Als würde ihn irgendetwas unangreifbar machen. Interessanterweise lief irgendwo da unten, hinter der Aschebahn, in einem gelben Trikot mit der Nummer 9, ein Frankfurter Fußballer herum, der genauso aussah. Er hatte sogar das 1:0 erzielt. »Wer bist du?«, fragte ich. »Ich bin Toni«, antwortete er, ohne seinen Blick vom Spiel abzuwenden. Mein Vater, der rechts neben mir saß, schien es überhaupt nicht zu stören, dass mich da ein fremder Mann von links anquatschte. Papa tat so, als würde er diesen Toni gar nicht wahrnehmen. Im Prinzip so, wie er es auch mit dem Spiel hielt. Der Himmel weiß, wo er mit seinen Gedanken war. Vielleicht bereitete er innerlich seinen Unterricht vor. »Wo kommst du her?«, fragte ich zögerlich den Mann, der sich Toni nannte. »Aus Ghana«, sagte er, als ob das irgendetwas beantwortet hätte. »Ich meine, sitzt du die ganze Zeit schon hier?« Unter all den rauchenden, fluchenden Schalke-Fans wäre er mir bestimmt aufgefallen. »Weißt du«, sagte er und blickte kurz um sich, bevor er sich zu mir wandte, »die meisten Leute tun so, als würden sie jemanden wie mich gar nicht sehen.« Ich runzelte die Stirn und schaute eine Weile Richtung Rasen. »Der Typ da drüben mit der Nummer 9 fällt den Leuten bestimmt auf. Hat ja gerade ein Tor gemacht.« Toni lehnte sich in seinem Schalensitz zurück und verschränkte seine Arme. »Klar«, sagte er. Aus seinem mächtigen Brustkorb wich eine Menge Luft. Aber es gefällt nicht jedem, dass er mitspielt. Sein Blick ging irgendwo anders hin, in die Ferne. »Also ich finde ihn super«, sagte ich. »So einen guten Fußballer habe ich noch nie gesehen.« Toni lächelte. Seine Zähne strahlten weiß, wie ein Versprechen. Es war wie bei diesem Stürmer auf dem Spielfeld. Sobald der Mann mit der Neuen den Ball bekam, geschahen Dinge, die mir neu waren. Sein kräftiger Körper, der zunächst behäbig wirkte, konnte blitzschnell beschleunigen. Dann plötzlich abbremsen, Haken schlagen, wieder beschleunigen. Ohne jede Kontrolle über den Ball zu verlieren. Diesen atemlosen Dribblings folgten meist Schüsse voller Kraft, linker Fuß, rechter Fuß, selbst in seinen Kopfbällen steckte unheimliche Power. Gleichzeitig hatte er Finesse, eine Anmut in seinen Bewegungen, die ihm jederzeit ermöglichte, den Torwart elegant zum Kurven und den Ball ins Netz zu tippen. Wenn es solche Spieler gab, dann war dieser Fußball womöglich doch kein so schlechter Sport, dachte ich. Schade nur für die Schalker, dass sie keinen einzigen Profi dieser Klasse auf dem Platz hatten. Deshalb stand es nach 70 Minuten schon 1:3. Gaudino hatte gerade das dritte Tor für die Eintracht erzielt. Mit etwas, das man Fallrückzieher nannte, erläuterte mir mein Nebenmann fachmännisch. Toni erklärte mir auch, dass dieser Spieler mit der neuen Jeboa hieß, wie er aus Ghana kam und vergangene Saison mit 20 Treffern Torschützenkönig der Bundesliga geworden war. Und nun legte er in der neuen Saison wieder so los. Das Tor gegen Schalke war schon sein 6. Treffer im 6. Spiel. »Ja, ja«, krächzte eine tiefe Stimme. »Lauf, du Neger, husch, husch in den Busch.« Ich beugte mich vor. Da stand ein älterer Mann mit Schalke-Schlapphut und grauem Schnauzer, der missmutig an seine Zigarette zog und den Rauch ausspuckte wie eine Beleidigung. Ich hatte ihn schon das ganze Spiel über Fluchen hören. Nun lachte er heiser über seine eigene Bemerkung. Toni neben mir baute sich zunächst auf, als wolle er etwas sagen, sank dann aber in seinen Sitz und winkte ab, als habe er das schon viel zu oft gehört. Hinzu kam, dass der Mann ihn vermutlich weder sehen noch hören konnte. Mich aber schon. Ich hatte genau zugeschaut vorhin auf dem Spielfeld. Plötzliche Bewegung, Abschluss mit rechts oder links. Mit dem linken Fuß schubste ich also den Becher um. Das ganze Bier lief dem Typen vor mir über Schlapphut und Nacken. Er schrie erschrocken auf, drehte sich wütend um. Aber da saß nur ein Kind, das konnte es offensichtlich nicht gewesen sein. Er drehte sich wieder nach vorn und wollte an seiner Kippe ziehen, aber der Stummel war aus. Ich schaute nach rechts, das Bier hatte ja meinem Vater gehört. Nicht, dass ich Ärger bekam. Bei sowas konnte er streng sein. Aber er sagte nichts, lächelte nur und legte mir den Arm um die Schulter. Das hatte er mitbekommen. Womöglich hatte er sich nur nicht getraut, etwas zu sagen. Ich fühlte mich plötzlich sehr groß und schaute wieder nach links. Toni war weg. So. Soweit erstmal. Du warst wahrscheinlich bei dem Spiel im Stadion und das war quasi auch dein Einstieg in das Fanwerden von Eintracht Frankfurt. Er ist natürlich ein bisschen zugespitzt. Ich kann dir gar nicht sagen, ob ich in dem Moment erst angefangen habe, Frankfurt gut zu finden. Also vielleicht, wahrscheinlich, nicht unwahrscheinlich, habe ich die schon am Fernseher mitbekommen. Und ich meine, rein chronologisch ist das irgendwie auch im September nach dem Okocha-Tor gegen Karlsruhe August 93 gewesen. Und das habe ich auch schon mitbekommen. Aber irgendwie war es für mich irgendwie so sinnbildlich zu sagen, ich bin irgendwo unter lauter Schalke-Fans im Stadion, aber irgendwie taugen mir weder Stadion noch Fans, wobei ich, wie gesagt, Schalke eigentlich große Sympathien, auch wenn die einen komischen Aufsichtsrat hatten, lange, Gott sei Dank nicht mehr. Aber trotzdem hat mir diese Art Fußball zu spielen, für die Eboa halt auch stand mit allem, was der hatte, Athletik, Technik,
irgendwie anders sein, irgendwie, das hat mich einfach gepackt. Ja gut, kann ich verstehen. Ich bin leider erst ein bisschen später tatsächlich eingestiegen. Hast du was verpasst? Ja, wobei die Ausläufer habe ich noch mitgekriegt. Ich habe so 96, 97 als angefangen, mich mehr mit der Eintracht zu beschäftigen. Erfolgsfan. Nö, Erfolgsfan würde ich nicht. Zweite Liga. Ja. Also ich habe schon, in meiner Erinnerung habe ich diese ganzen Thematiken, die du ja auch im Buch dann beschreibst mit der, hier sag schon, nicht Nominierung, sondern Rauswurf. Der Rauswurf von Yeboah, Gaudino, Okocha und dem ganzen Thema, das habe ich dann schon noch mitgekriegt, war damals aber noch nicht live oder noch nicht so aktiv am Spiele verfolgen. Man hat die Ergebnisse mal irgendwie mitgekriegt und so weiter, aber das fing tatsächlich dann erst so 95, 96 an, wo ich dann auch das erste Mal tatsächlich im Stadion war. Und trotzdem also aber halt. Ich war das in der richtigen Kurve so ein bisschen. Also du bist eher über die Frankfurt-Kurve dann sozialisiert als über die Mein Gästekurve. Erstes Stadionerlebnis ist in Frankfurt im Stehblock. Ja, tatsächlich. Auch nicht so schlecht. Oder war es jetzt zu jung, zu viel Fluchen, zu viel Rauchen, zu viel? Nee, ich war 15. Und war mit meinen Kumpels da. Und hast mitgemacht. Ja, rauchen jetzt nicht. Fluchen kann man relativ schnell. Und das war halt irgendwie so ein Erlebnis, dann halt wirklich das zu sehen und das zu spüren, wie das ist, wenn ein Tor geschossen wird oder wenn es halt knapp wird und so. Das war halt irgendwie das, was mich dann mitgezogen hat. Und da bin ich halt immer mehr da reingestiegen. Aber ich hatte, wie du schon richtig festgestellt hast, zumindest den Vorteil dir gegenüber, dass ich in der richtigen Kurve war und das im richtigen Stadion erlebt habe. Es ist bei mir tatsächlich so, ich habe die Eintracht öfter auswärts als zu Hause gesehen. Also ich war öfter im Stadion, wo die Mehrheit der Leute dagegen war. Also ich war auch schon im Westfalenstadion, irgendwie 80.000 Leute und Frankfurt hat, ich glaube, ist so ein bisschen in Führung gegangen. Irgendwann muss so auch 99er Saison gewesen sein und oder zumindest ein Tor gemacht und wir haben uns so abgeklatscht, ich und Kumpel, der auch Eintracht-Fan war, aber so heimlich, dass das halt keiner sieht, wo uns rum waren nur Dortmund-Fans. Dann haben die noch durch 4-1 verloren oder so, weiß ich, das Resultat weiß ich nicht, aber es war eine ziemliche Klatsche. Aber so ein bisschen war dieses, immer so ein bisschen, also ich hätte das gern mal gehabt oder vielleicht wäre es auch nochmal anders gewesen, in so einem Stadion zu sein und so mitgerissen zu werden, so von ich bin dann eher so aus der Ferne mitgerissen worden, ich hätte vielleicht aber manchmal die nicht so schönen Stadionmomente nicht. Also für mich, weiß ich, wäre ich vielleicht mit 10 ins Waldstadion gegangen. So, und ich war noch so ein bisschen, finde ich Fußball überhaupt gut? Und dann sind da irgendwelche Leute, die irgendwie einen mit Bier überschütten. So, hätte auch sein können, dass ich dann die Gästemannschaft geil gefunden hätte. Aber ich glaube nicht, dass sie so geil gespielt hätten wie die Eintracht damals. Also auch eher so das Rebellische in dir, was das dann quasi ausgelöst hat. Also das, was du vorhin ja auch beschrieben hast, vielleicht jetzt nicht den offensichtlichen Verein zu mögen, sondern schon eher die anderen hat sich dann da quasi durchgesetzt. Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, Yeboah war halt, also ich hatte bei uns auf dem Dorf gab es wirklich keine Leute, die irgendwie anders waren. Also irgendwann kamen halt wirklich Asylbewerber, es kamen Wohncontainer. Meine Mutter hat auch lange Integrationskurse gegeben und so. Und es waren später und dann kamen auch mal ein paar zum Essen und haben sich total gefreut, dass mal jemand irgendwie die einlädt und dass die nicht so ein Parallelleben da führen im gleichen Ort. Aber davor war das halt so sowas von weit weg und irgendwie diese Spieler wie Okocha und Yeboah zu sehen, hat mir nochmal echt was gegeben, Sachen irgendwie, ey, es gibt noch so viel mehr und es gibt so andere Menschen und irgendwie sind die so cool, dass das für mich nie in die Tüte kommen wäre, zu sagen, ich finde die scheiße oder ich weil die anders aussehen. Und das ist irgendwas, was Fußball bei allem, was er vielleicht irgendwie auch mal nicht so gut rüberbringt, einfach sehr gut rüberbringt. So, das ist, da sind Menschen aus der ganzen Welt und machen geile Sachen und bringen Freude so. Ja. Ja, stimmt schon. Also nachvollziehbar, dass das dann so ein sehr, gerade für einen jungen Menschen, so eine sehr große Anziehungskraft hat, gerade auch wenn man das eben ja aus seiner
sonstigen Umgebung in dem Art, in der Art und Weise nicht kennt. Und ich glaube, auch damals hatte die Eintracht auch bundesweit einfach eine ganze Menge Sympathien auch ausgelöst durch diese Spieler. Klar, ich kenne so viele, also bei mir in, später in der Klasse war ein Eintracht-Fan, mit dem schön nach Duisburg oder Bochum zu spielen. Und jetzt in Berlin kenne ich irgendwie Alex, ein Kumpel, kommt aus Brandenburg, der ist auch, sind alle in dieser Zeit einfach über aus der Ferne und auch im Fernsehen, muss man sagen, wie Fans geworden. Und irgendwie dann, glaube ich, kam ein paar Jahre, wo das nicht so schnell passiert ist. Und so in den letzten 2 Jahren war es nochmal so, wo man denkt, da hat vielleicht auch mal ein kleiner Junge irgendwo in Norddeutschland oder Süddeutschland oder West oder wo auch immer mal ein Eintracht-Spiel geguckt und gedacht, die finde ich irgendwie cool, weil die haben vielleicht geile Trikots oder irgendwelche Sachen, die einen man als Kind dann irgendwie toll findet, die Farbe oder so. Aber die haben auch irgendwie irgendwas, was einen mitreißt, selbst wenn man das nur aus der Ferne sieht. Ja, ich glaube schon, dass dann gerade in den letzten Jahren mit den Auftritten in den europäischen Wettbewerben und natürlich auch durch den Pokalsieg 2018 einfach einen ganz enormen, ja, Aufmerksamkeitsboost und ich glaube auch tatsächlich eher so sympathiemäßig die Eintracht nochmal auf so einer Sympathietabelle nochmal ein ganzes Stück nach oben geschoben. Ich glaube schon, dass ich kann mir schon vorstellen, dass dadurch der ein oder andere, ähnlich wie du es beschrieben hast, aus der Ferne da auch einfach nochmal eher sein Herz an die Eintracht verloren hat, als jetzt vielleicht an einen FC Bayern, der einfach zum 800. Mal hintereinander irgendwie einen Titel holt, was am Ende halt auch irgendwie keinen mehr bockt. Ja. Ja klar, was manchmal auch so ein bisschen abgekult, sondern also wenn manche DAZN-Übertragungen, die dann auch natürlich ein enges Produkt dann vielleicht irgendwie auch nochmal ein bisschen feiern mussten oder so, dann war es auch ein bisschen too much manchmal und irgendwie auch ein paar Eskapaden, also war selber auch dann mit in Mailand bei diesem geilen Tag, wo 20.000 Leute da waren. Und was eine riesen Feier war, das haben sich dann auch nicht alle so super benommen, wo ich dachte, ey, macht's doch irgendwie jetzt nicht diesen geilen Tag kaputt mit irgendwie kleine Kinder mit irgendwas beschießen. Und Lissabon war glaube ich, noch friedlicher, aber so ein bisschen merkt man auch, wenn es dann zu groß wird oder so und man ist da ein bisschen länger dabei, da wird man gleich ein bisschen skeptischer. Andererseits will ich keinem Kind irgendwie sagen, verlieb dich nicht in diese Mannschaft, weil sie bitte das Herz brechen mit vielen, vielen Abstiegen. Das gehört irgendwie auch dazu. Also, das gehört irgendwie auch dazu. Du hast gerade eben auch zwei Erlebnisse angesprochen, die du ja auch in deinem Buch drin hast. Du hast ja sowohl Mailand als auch Lissabon auch in deinem Buch drin. Also meiner Vermutung nach, weil es halt einfach sehr prägende Neuzeiterlebnisse mit dieser Eintracht sind. War das der Grund, weswegen du sie reingenommen hast oder gab es da noch andere Gründe? Ja, du kannst es nicht sagen. Ich bilde zumindest in Ansätzen oder über Geschichten, die sich irgendwie einfach nett lesen lassen oder so zwischendurch irgendwie die letzten 25, 30 Jahre ab und rede dann nicht über diese mega geile Saison. Ja, gut, das stimmt aber darum. Und ich war tatsächlich bei 2 Spielen auch da, was wieder mal mein typisches Auswärtsszenario ist. Aber da verbindet sich vielleicht auch ein bisschen meine Abenteuer- und Reiselust auch mit dem Fakt, dass man dann irgendwie da bei Frankfurt gucken kann. Und dann habe ich zum Kumpel, besagtem Brandenburger Alex, hier in Berlin gesagt, ey, wir fliegen nach Mailand. Und er meinte, ja, und wo pennen wir dann? Irgendwie, und ich kenne da jemanden und ja, wir haben keine Tickets, kriegen wir schon irgendwie. Und dann sind wir dahin und ich habe ja in Italien studiert und kann Italienisch und habe versucht, den irgendwie, es hieß ja keine Tickets mehr über und wenn dann nur ein Italiener, nicht ein Deutscher. Und dann bin ich da zu den Schaltern hin und mein ganz harten deutschen Akzent, also ich kann es schon gut, aber es klingt schon echt hart, gesagt, ey, ich bin Italiener, ich habe nur so im Passgeburtsort Deutschland stehen und dann meinen sie, ey, können wir nichts machen und haben mir dann aber ganz am Ende gesagt, hier Parkplatz 9 so zugeflüstert und dann sind wir um diese ganzen Absperrungen, das war echt auch so ein Hochsicherheitsspiel mit der Polizei, ich weiß, und dann wurden da noch so Restkontingente von UEFA verteilt und dann war man halt so 3 Stunden vor Spielbeginn mit 16.000 Frankfurtern auf einer Tribüne, wo wahrscheinlich 12 maximal Platz hätten. Schönen Gruß an Corona. Und war einfach geil, reingekommen zu sein. Also eine Schnapsidee ohne Karten dahin, obwohl es hieß, man darf nicht. Ja, ja gut, manchmal muss man halt auch einfach mal Dinge ausprobieren und dann hat man vielleicht am Ende auch Erfolg. Ja, also es ist, wenn das irgendwie nicht so weit ist, ist das auf jeden Fall
weniger Risiko, aber halt less fun vielleicht dann auch. Also Mailand ist auf jeden Fall eine Reise wert und allein dieses, wie dann zehntausende Leute irgendwie, wir dachten dann ja noch so, wir gehen mal kurz zum Dom und vielleicht sind da Leute, die ein Ticket haben. Werden ja nicht so viele sein, das sind aber 10.000 und ziehen, singt durch die Straßen und wir haben da tatsächlich noch Heribert Bruchhagen getroffen, also den echten, also es kommt dann vielleicht auch nicht so rüber, aber ich habe den fiktiven Bruchhagen in einem Kapitel und den echten haben wir dann auch getroffen, die haben nur so eine Führung von UEFA gekriegt, hatten so Halsbänder oder so Mark um den Hals und wir haben den dann so ein bisschen gestalkt und haben den angequatscht, dann war sehr nett und obwohl wir schon so ein bisschen angetüttelt waren und meinte, ey Jungs, ich kann jetzt nichts für euch tun, so, ich habe nur diese Marke und die wollten wir mir jetzt nicht wegnehmen. Und hat dann doch geklappt, so. Aber geiles Erlebnis. Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Das sind so Geschichten, die schreibt erstens nur der Fußball, wie manche Fußballpodcaster sagen, aber ich finde, das sind Geschichten, die kannst du eigentlich auch nur bei so Vereinen wie der Eintracht erleben. Klar, ich meine, wenn du jetzt guckst, Europa League, also wer hat da denn, wenn man ganz ehrlich ist, wer hat da denn wirklich Bock drauf? So außer, gut, so Kölner und auch mal Gladbacher, die haben da auch eine Party draus gemacht. Aber so nächste Saison, ich glaube nicht, wenn du mit Hoffenheim und Wolfsburg durch Europa, selbst wenn das dann wieder geht, reißt, dass das jetzt irgendwem nachhaltig in Erinnerung bleiben wird, dass die Wolfsburger da waren. Ja. Ja, vielleicht nachhaltig in Erinnerung bleiben, weil halt irgendwie das Stadion noch leerer ist als sonst irgendwie, weil halt irgendwie gar keiner hingeht, das vielleicht noch, aber ich glaube nicht, dass das solche Bilder sein wird, wie sie eben, wie du schon gesagt hast, Mannschaften wie eine Eintracht, wie Köln dann einfach erzeugen werden und die halt, wie du schon sagst, einfach auch Bock haben auf so einen Wettbewerb, weil ich sag mal, es ist halt schon auch noch, auch wenn es jetzt nicht vielleicht der lukrativste Wettbewerb ist, aber es ist halt schon ein Wettbewerb, wo man früher dabei war und wo man jetzt nach langer Zeit dann einfach mal wieder hinkommt, also man das halt auch einfach viel mehr zu schätzen lernt und wir vielleicht auch von den Ambitionen her jetzt nicht erwarten, jedes Jahr zwangsläufig um die Champions League mitzuspielen. Ja, man kann ja ein bisschen träumen und man kommt mal an Orte, wo man dachte, da kommt man dann mit der Playstation hin und irgendwie, ich habe ja in Lissabon so ein Dreivierteljahr mal gewohnt und von da gearbeitet und hat einen portugiesischen Kumpel und der hat mich auch mal zu Benfica mitgenommen und ich meinte, ey, ihr habt einen Adler, wir haben einen Adler, wäre doch mal geil, wenn wir gegeneinander spielen. Und ich dachte, ja klar, die sind Stammgäste in der Champions League und Frankfurt irgendwie verkackt gerade die Europapokal-Quali mit Kovac schon wieder mal. Ja. Und dann gewinnen sie halt den Pokal und spielen auf einmal gegeneinander und gewinnen, gut, in Lissabon nicht, aber insgesamt gewinnen sie dann. Ist wie gemalt so. Also man checkt dann auch, das ist einmalig, wenn natürlich mehr davon und irgendwie, ja, kann man sich trotzdem, glaube ich, wie den Schal von diesem Benfica-Frankfurt-Schal sich dann auch übers Bett hängen oder den Inter, also Inter Mailand, Europapokal. Also und dann auch noch als Sieger am Ende dastehen, ist halt auch noch irgendwie eine ganz andere Nummer. Ja. Ist nach wie vor irgendwie surreal. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite weiß man, dass das, oder hat man so im Kopf drin, dass es ein ganz großes Erlebnis ist und allein das darüber reden verursacht bei mir schon Gänsehaut. Ja, wobei auch nichts gegen Wolfsburg, weil tatsächlich das letzte Mal, als ich bei einem Eintracht-Spiel war, das war auch im November, ich schaff's auch nicht, also beruflich war auch, ich habe quasi als Sportreporter 7 Jahre lang jedes Wochenende gearbeitet, also da war nichts mit, ich fahre mal privat dahin oder wenig. Und dann bin ich quasi, weil ich auch fürs Buch mir nochmal Eindrücke vor Ort sammeln wollte, habe ich mir quasi ein billiges Bahnticket hin zurückgeschossen, morgens hin, abends zurück, 15:30 Spiel gegen Wolfsburg. Es gab aber wie so oft einfach keine Tickets mehr. Also wenn du halt nicht zu diesen Zuschauern gehörst, die halt eine Dauerkarte haben oder in einem Fanclub drin sind und da so ihre Connections haben, dann ist mittlerweile echt schwer, zu Eintracht-Spielen zu kommen. Ja, das auswärts richtig. Im Europapokal. Also jetzt ist eh schwer, zu Eintracht-Spielen zu kommen. Ja. Aber dann habe ich immer gedacht, ja Moment mal, es gibt ein, also bevor ich jetzt auf dem Schwarzmarkt 200 Euro oder 300 Euro oder so zahle, für Tickets, die vielleicht gar nicht gültig sind, es gibt ja einen Block, der ist leer bei dem Spiel. Das ist der Wolfsburg-Block. Ja. Und dann habe ich da einfach für 15 Euro über den VfL mir eine Karte geholt und stand dann mit dem Frankfurt-Schal unter der Jacke im Gästeblock und leider hat Frankfurt da, glaube ich, 2-0 verloren zu Hause.
Und es war ein ganz furchtbarer Tag. Ich hatte eigentlich auch 40 Fieber und hätte diese Reise gar nicht machen sollen. Und hat eigentlich wo ich mich gefreut habe, mal wieder im Waldstadion zu sein, eigentlich einen ganz furchtbaren Tag. Aber dank Wolfsburg kommt man noch rein. Die spielen die Gästeblöcke leer. Sie nehmen einem zumindest keine Karten weg. Das ist richtig, ja. Aber ob das natürlich so das ist, was man in diesem Produkt Bundesliga und als Fan von einer Mannschaft ist, haben will, dass der Gegner halt quasi ohne Fans irgendwie kommt, ist halt auch irgendwie so fraglich, ne? Ja, und was man eventuell auch sagen muss, so hinter den Kulissen, so als aus der Journalistensicht gesprochen, sind so Vereine natürlich super angenehm, weil die interessiert kein Schwein. Und wenn du da mal als Journalist irgendwie anrufst, dann sind die, rollen die dir einen roten Teppich aus und sagen, klar, können Sie mal hier mit XY sprechen, wir freuen uns, dass mal jemand will. Und so die Traditionsvereine, die irgendwie sich gar nicht retten konnten vor Anfragen und so, die sind teilweise extrem von oben herab, so hinter den Kulissen. Ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber klar, so Mainz, so, das sind total nette Leute, die sich freuen, dass mal jemand über Mainz berichten möchte, so. Aber klar, gehe ich trotzdem wieder zum Eintracht-Spiel. Aber es ist manchmal interessant, wie sich das so hinter den Kulissen dann anders darstellt. Ja. Ja, klar, auf der einen Seite ist es dann natürlich einfacher, da an die Informationen zu kommen und da, wie du schon sagst, mit Leuten zu sprechen. Auf der anderen Seite muss es einem natürlich dann auch klar sein, dass das natürlich auch den Effekt hat, dass das Produkt, was man dann hinten dran als Journalist wahrscheinlich erzeugt, jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Aufmerksamkeit gewinnt, weil wenn den Verein an sich vorher schon keiner interessiert, dann wird das natürlich bei dem, was du dann am Ende da als Journalist schreibst, auch nicht gerade passieren. Nee, aber das ist ja auch dieses, so ein bisschen die Kernkompetenz des Sportjournalisten, irgendwie so ein bisschen dieser Zugang. Also der Zugang wird immer mehr verknappt, so, und dann muss man sich den irgendwie verschaffen und bewahren. Und wenn man jetzt irgendwie nicht, wie manche Zeitungen, wie Leute stalkt und guckt, wo die irgendwie essen oder irgendwie welche Arztpraxis oder welchen Flughafen die sind, ist es oft, man muss sich gut stellen mit Leuten. So, also muss man gut können mit Leuten, dann kriegt man auch mal was gesteckt oder es fällt mal ab oder man kriegt mal was bewilligt. Und wie kriegt man das, indem man halt auch teilweise unkritisch ist oder irgendwie gefällig ist? Und wenn du dann mal was Schlechtes schreibst, also habe auch schon so ein paar Dezibel auf dem Ohr gehabt für manche Artikel so. Und irgendwie ist das so ein bisschen Ritterschlag, weil du denkst, okay, wenn die sich darüber aufregen, dann hast du anscheinend einen wahren Ja, Punkt angesprochen. ja. Ja, und bei, weiß ich nicht, also das Leben wäre bestimmt einfacher, wenn man nur so Hofberichterstattung irgendwie, sag mal, warum sind sie jetzt eigentlich so geil? Nee, ist wirklich, jetzt muss ich mal nachhaken, warum sind sie so geil? So, und irgendwie so Fragen hörst du ja wirklich auch manchmal und schämst dich so ein bisschen, wenn du daneben stehst als Ortsjournalist, wo du denkst, ey, das interessiert keinen, das machst du nur, weil du was hintenrum dafür kriegst. Das ist echt, naja. Ja gut, ich meine, da hat sich natürlich auch das alles ein Stück weit weiterentwickelt. Nicht nur die Eintracht hat sich weiterentwickelt und der Fußball an sich, sondern eben auch die Möglichkeiten, die natürlich Vereine heutzutage für eine Selbstvermarktung haben. Also die Abhängigkeit oder das Angewiesensein auf den Journalismus, um irgendwo sichtbar zu sein als Verein, die hast du ja heute einfach nicht mehr. Ja, mit ein bisschen Budget und nicht ganz unfähigen Leuten kriegst du ja heute als Verein relativ schnell irgendwelche Social-Media-Auftritte hergezogen, irgendwelche eigenen Radio-, YouTube-TV-Varianten. Also die Möglichkeit, solche Dinge zu produzieren und die Leute zu erreichen, ist ja mannigfaltig geworden. Also du hast ja diese Abhängigkeit überhaupt nicht mehr, wie du sie vor Jahren, und das sind ja noch gar nicht so ewig lange Jahre her, wie du sie damals hattest. Klar, also Zeitungen kacken so ein bisschen ab, auch schon vor Corona. Und das sind auch nicht mehr die Praktikanten mit der wackeligen Handkamera, die das Vereins-TV machen. Aber trotzdem guck dir mal die Zugriffszahlen an. Also ich meine, wie viele Leute sich auch bei der Eintracht dann teilweise diese eigenproduzierten Videos angucken, das sind gar nicht mal so viele, dafür, dass sie halt irgendwie den direkten Zugang haben, weil es dann oft auch sehr unkreativ und lobhudlerisch ist. Also sind auch geile Videos bei. Unter anderem halt Überleitung, das Okocha-Tor, was ich auch bei meiner Lesung für das Buch, was ich vor 2 Wochen, 2, 3 Wochen am letzten Spieltag in der Fankneipe in Friedrichshain in Berlin vorgestellt habe, haben wir auch nochmal schön das Okocha-Video angeguckt, über das ich auch geschrieben habe. Da bin ich froh, dass es Vereins-TV gibt und man sich das angucken kann in der
guten Qualität und nicht verpixelt vom eigenen Fernseher abgefilmt. Ja gut, ich meine, das ist natürlich klar, wenn du, das muss einem bewusst sein, dass wenn du dir ein Vereins-TV anguckst, dann wird da wenig Kritisches über den Verein irgendwie drin sein, da werden jetzt wahrscheinlich eher diese, ja, positiv gestimmten Dinge irgendwie drin sein und du hast halt wenig Vergleich oder irgendwas. Das ist schon klar, da musst du schon eher auf so ein unabhängiges Medium gehen, wobei dann halt wirklich die Frage ist, wie unabhängig, wie du schon gerade eben gesagt hast, die Medien da an der Stelle vielleicht auch noch sind, weil du ja doch auf der einen Seite irgendwie ein bisschen positiver vielleicht berichten willst, um hinten dran, wie du schon sagst, dann auch noch irgendwas mehr zu bekommen. Also die Unabhängigkeit ist da dann auch nicht unbedingt immer so gegeben. Ja, du musst, also war schon immer so ein bisschen mehr wissen, als du schreibst, so. Und wissen, ist das jetzt die schnelle Schlagzeile wert, dass der nie wieder mit mir spricht? aber muss auch schon irgendwie am Ende des Tages ein Spiegel gucken können und sagen, habe ich das jetzt, also wer ist eigentlich meine Kundschaft? Sind es die Leute, die es lesen und die vielleicht auch mal ein kritisches Wort über ihren Verein hören wollen oder verpacken? Und irgendwie ist es auch Teil des Fanseins, ist ja auch manchmal sich damit zu beschäftigen, was nicht so toll ist am Verein. Wobei irgendwie ein schöner Satz von einem Autoren, den ich sehr schätze, Ronald Reng, dieses Enkelbuch geschrieben hat und auch Spieltage schönes Buch irgendwie, die Leute gingen nicht zum Fußball, um etwas zu erfahren, die Leute gingen zum Fußball, um etwas zu vergessen. Also es ist auch, oft wollen für Leute auch nichts Kritisches über ihren Verein hören. Ja, ich finde, da ist viel Wahres drin in dem Satz. Ich meine, das ist schon einfach, es ist Wochenende, du hast irgendwie eine anstrengende Woche hinter dir, es ist vielleicht auch irgendwie alles ein bisschen blöd gelaufen oder du willst jetzt halt einfach etwas haben, wo du einfach ja, Emotionen loswerden kannst, wo du Energie abbauen kannst, wo du dich über Dinge freuen kannst oder über Dinge ärgern kannst und einfach mal 90 Minuten den Alltag, der vielleicht jetzt individuell nicht so rosig ist, vergessen kannst. Also da ist schon viel Wahres, finde ich, drin. Und in der heutigen Zeit, du hast jetzt ja Corona das ein oder andere Mal angesprochen, ist das noch zweimal wichtiger, finde ich. Ja, ich war auch irgendwie gemischte Gefühle, als sie dann wieder angepfiffen haben mit ja. dem Corona-Konzept und habe dann mit meinem Kumpel hier in, glaube ich, dann Prenzlauer Berg irgendwie vor einer Kneipe mit Fernseher im Fenster, mit Abstand und Stühlen und allem, wie sich das anguckt, und wir haben die ganze Zeit dieses Nachholspiel gegen Bremen einfach gesagt, Gott, ist das räudig und ohne Zuschauer ist das kacke und irgendwie und man fühlt es überhaupt nicht und selbst wenn du Ton zuschaltest, es ist alles und dann saß irgend so ein Mann im Blaumann daneben, der auch kein Fußballfan ist und meinte, dafür guckt ihr euch das aber recht leidenschaftlich an und wie lasst ihr Emotionen raus, so, es ja. ist klar, es ist geiler, sich sowas anzugucken als gar nichts, aber natürlich nicht das, was man eigentlich will, so, ja. Ja. Ja, ich kann das schon nachvollziehen, also auf der einen Seite ist es schon anstrengend, diese Geisterspiele sich anzugucken oder generell auch anderen Sport sich ohne Zuschauer anzugucken, weil der Sport ist ja, oder was man im Fernsehen oder generell an Sportberichterstattung hat, ist ja nicht des Sportes wegen da, sondern der Unterhaltung wegen. Und da macht das halt einfach einen ganz großen Teil aus. Auf der anderen Seite muss ich schon sagen, ich gucke mir auch momentan auch von anderen Ligen tatsächlich relativ viel, wenn es die Möglichkeit gibt, Fußball an, weil es halt für mich dann einfach schon nochmal Ablenkung ist. Also diese Variante des Vergessens und des Ablenkens funktioniert bei mir tatsächlich auch ohne Zuschauer. Ja, es ist schon so ein Schnuller für Erwachsene, so ein Stück weit so. Ja. Beruhigt, lenkt ab und ja. Ist, glaube ich, eine treffende Beschreibung. Ja. 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 Jetzt hast du mehrmals gerade eben schon Okocha und das Jahrhunderttor erwähnt und dass du das genau, bei der den größten aller Schnuller. Den größten aller Schnuller und dass du das bei dieser Lesung am letzten Spieltag dort vorgetragen hast. Ich kann mir immer noch nicht richtig vorstellen, wie so eine Lesung in so einem Corona-Ding aussieht, weil das eins der Dinge ist, wo ich sage: So, okay, braucht es das jetzt an der Stelle wirklich, aber ist wahrscheinlich dann auch so ein bisschen Schnuller für die Erwachsenen. Ja, die Lesung war halt, also so ein bisschen, wenn du als Autor ein Jahr lang an so einem Ding sitzt, alleine an deinem Schreibtisch oder im Café ja. und denkst, was mache ich mir eigentlich vor, das wird eh nie was, so ungefähr, und dann irgendwann dann wird es doch was und es ist fertig und du gibst es ab und der Lektor geht da drüber und du gehst da drüber und dann geht so ein halbes Jahr und du denkst, irgendwann kommt das endlich aus dem Druck, wann kommt das endlich aus dem Druck, und dann hast du es in der Hand. Und dann, klar, kriegst du vielleicht mal hier eine Besprechung oder man redet im Eintracht-Podcast drüber
was dann auch total geil ist, sonst höre ich den jetzt, jetzt höre ich mich oder Leute müssen mich hören, aber du willst auch irgendwie das Gefühl haben, mal einfach vor Leuten das vorzulesen, zu gucken, wie reagieren die. Und Ja. auch Leute, für die es gedacht ist, für Eintracht-Fans und nicht für die eigene Familie oder Freunde oder so. Und das war natürlich so ein bisschen Fluch und Segen, dass dann am letzten Spieltag in der Eintracht-Fankneipe, wo ich dachte, im schlimmsten Fall sind das 100 rotzbesoffene Fans, die sowas von gar nichts von Büchern wissen wollen. Ja. Und tatsächlich war es dann weder zu voll noch zu leer. Und die Leute, ja, die hatten teilweise schon seit mittags getankt, sag ich mal. Aber was cool war, und also mein Nebensitzer oder der es ein bisschen moderiert hat, der meinte irgendwann so, auch als wir angefangen haben und die Leute wurden nicht so richtig ruhig, meinte, das wird Rock'n'Roll heute. Und der hatte schon sehr viel mehr Lesungen gemacht als ich. Und der war auch mal kurz davor, es abzubrechen. Und ich meinte, ey, lass die, die freuen sich gerade. Die rufen dazwischen, aber die freuen sich gerade über die Sachen, die wir irgendwie entweder lesen oder zeigen. Und irgendwie, wenn du dann anfängst vorzulesen, und so 10 Sekunden, 20 Sekunden hält jeder die Fresse, so, weil irgendwie Höflichkeit und selbst wenn du gesoffen hast, aber dann werden die Leute entweder unruhig oder sie hören weiter zu. Und dieses Gefühl, okay, die hören mir gerade zu, ich habe die irgendwie gekriegt, obwohl die eigentlich quasi eher vom Fußball gucken, feiern, lass mich in Ruhe mit Geschreibse vielleicht kommen gerade. Und irgendwie also dafür machst du eine Lesung, dass du das Gefühl hast, wie kommt das eigentlich an bei den Leuten so. Und kam ganz gut an, denke ich. Also Dann schauen wir am doch größten mal, Lärm. jetzt kriegst du natürlich nicht mit, wenn du gleich von dem Jahrhunderttor vorliest, wie du unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht an dieser Stelle mitreißt oder auch nicht. Aber vielleicht kannst der ein oder andere im Nachgang dann in die Kommentare schreiben, ob er oder sie geflucht, gebrüllt oder gespannt zugehört hat. Dann lass uns doch mal an deiner Bericht über das Jahrhunderttor von Okocha teilhaben. Genau, Feedback sehr gerne. Ich berichte nicht nur über das Jahrhunderttor, sondern auch über den peinlichsten Moment von JJ Okocha. Der kommt nämlich direkt danach. Und vielleicht kann man den auch irgendwie Shownotes-mäßig als Link reinpacken, weil das ist ein großer Trash-Moment, weil ich habe mindestens so viel Herz für Trash und peinliche Momente wie für große Momente. Aber ich lese erstmal vor. Es war die große Zeit der Eintracht und von JJ Okocha. Mit 19 hatte er debütieren dürfen und war schon mit 20 eine Sensation. Speziell sein Trick gegen Dresden wurde endlos wiederholt. Also, wer es nicht mehr so im Kopf hat, dieses, wo er bei Sven Kmetsch so seitlich bald über ihn drüber hebt, vorbeirennt und so geile Aktion. Ich dachte immer, es wäre ein Tor danach, es war gar nichts, aber es war trotzdem so, alle waren so, wow. Okay. Aber das kommt vor im Buch. Auf jeden Fall, jetzt geht's weiter. Okocha schien ein Profi für Höhepunkte zu sein. 85 Minuten unsichtbar, aber in den samstäglichen Zusammenfassungen von 5 Minuten stockte den Zuschauern der Atem. Es war wie bei Diego Maradona, der in Italien verehrt wurde und dann tief gefallen war. Was blieb, waren die Bilder. Wie er mit Bällen jonglierte, Gegner austrickste, gefeiert wurde. Der Rest war nur Hintergrundrauschen. In Deutschland konnte das keiner besser als die Eintracht. Es war eine Mannschaft zum Verlieben, zumindest am Fernseher. Sie hatten Spieler wie Bein, Möller und Yeboah, die große Momente auskosteten und sich dafür gern den Rest des Spiels ausruhten. Trainer wie Dragoslav Stepanovic oder Klaus Toppmöller ließen sie gewähren, lehnten sich zurück, rauchten und genossen diese Show. Die große Freiheit nannte man bald Fußball 2000. Und das bereits im Herbst 1993, als die Eintracht gegen Karlsruhe antrat. Es lief ein Konter der Frankfurter über die linke Seite. Der Ball landete bei Uwe Bein. Der Spielmacher stand frei vor Oliver Kahn, dem jungen KSC-Torwart. Doch Bein zögerte zu lang und legte zurück auf JJ Okocha. Kahn stürzt auf ihn zu. Alles, was ab diesem Zeitpunkt passierte, schien schneller zu geschehen, als es das bloße Auge wahrnehmen konnte. Also hockte ich mich ganz nah ans Gerät und spulte die Videokassette zurück. Drückte Play wieder und wieder, bis ich alles in Details zerlegen konnte. Erst Schuss enttäuschen links, dann Haken rechts, Kanukurven erkennen. KSC-Verteidiger Slaven Bilic steht auf der Torlinie. Kahn kommt zurück, stürzt hinzu. Mitspieler Bein steht unbeteiligt da. Also noch ein Haken, links. Dann Burkhard Reich sehen. Der KSC-Verteidiger grätscht. Weiterlaufen. Er grätscht nochmal. Weiterlaufen. Reichs Fuß erwischt fast den Ball. Weiterlaufen. So, jetzt könnte man schießen, aber kein Schuss. Weil, drei Verteidiger am Weg, weil,
Kahn zurück im Tor, weil Bayern immer noch nur zuschaut. Also noch ein Haken, links. Von hinten dann noch ein Verteidiger. Es wird eng im Strafraum. Pause. Es scheinen Minuten vergangen. Eine Ewigkeit im Fußball. Dabei sind es nur 10 Sekunden. Wenn man auf diese Szene schaut, stehen dort 4 Männer in Weiß, ein unbeteiligter Mitspieler in Rot und ein Torwart in Blau. Alles schaut auf Okocha. Alle warten. Was wird er tun? Er hat die halbe Hintermannschaft ausgetanzt. Wieder und wieder und wieder. Wird es endlos so weitergehen? Niemand greift mehr an. Womöglich will keiner diesen Moment zerstören. Doch Okocha schießt. Tatsächlich, er schießt. Im ungünstigsten Moment der ganzen Szene. Zieht mit links ab. Der Ball saust zwischen 2 Verteidigern hindurch und schlägt im Tor ein. Kahn ist geschlagen. Was folgte, war eine Explosion. Okocha rannte auf die Fankurve zu, zog sein Trikot aus, ließ die Hüften kreisen, tanzte. Die Mitspieler schwangen ihm um den Hals. Kahn lag wie erschossen im Tor und hielt den Ball vors Gesicht. Im Fernsehen schrie der Kommentator: Die Zeit für meinen Bericht ist abgelaufen, aber egal, sollen Sie mich rausschmeißen. Ich zeige Ihnen die Szene bis zum Umfallen. In meiner Erinnerung wählten die Zuschauer den Treffer noch zum Tor des Monats, des Jahres, des Jahrhunderts. Ich war wie elektrisiert. Wenn man so Fußball spielen konnte, dann wollte ich das auch können. Oder zumindest so lässig aussehen. Denn Okocha hatte auch Stil. Also das, was man in den 90ern Stil nannte. Neben besagten bunten Haaren trug er Goldkettchen um den Hals, seine Treter streckten die Schuhzungen raus, abseits des Platzes trug er bunte Klamotten, T-Shirts in Orange und Lila, hohe Basketballschuhe, schräge Kappen, glitzernde Ohrringe, dazu immer ein dickes Grinsen. Er war einer der ersten Fußballprofis, die aussahen wie Basketballer oder Hip-Hopper. Die machten, was sie wollten. Ich war 12 und tief beeindruckt. JJ rappte sogar. Sein Song hieß I Am JJ. Das Video dazu lief auf Viva, dem neuen Musiksender. Es hatte alle nötigen Elemente des Eurodance. Einen pumpenden Rhythmus, unterlegt mit elektronischen Pupsgeräuschen und einer Frauenstimme, die Hey, yeah, 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 yeah sang. Wilde Kamerafahrten auf eine Wand mit Graffiti und durch eine Fabrikhalle, in der ein Rapper mit Kappe und Jeansjacke stand. Es war JJ. Der Produzent hatte seine dünne Stimme verzerrt. Es erklang nun wie der Sprachcomputer von Stephen Hawking. Always amazing. People call me crazy, reimte er krude. It's magic, not tragic. Die Single floppte. Ich verstand nicht, warum. Genau, soweit erstmal. Ja, damals verstand man das wahrscheinlich nicht. Wenn man sich das heute anguckt, dann versteht man das, glaube ich, sehr deutlich, warum das nicht so richtig eingeschlagen ist. Ja, also so ein bisschen ist mir damals auch schon klar gewesen, dass dieser Eurodance nicht hochwertige Musik ist. Aber klar, ich glaube, mein erstes Single, weiß nicht, ob du die noch weißt, ich habe die erste Maxi, die ich mir gekauft habe, war, glaube ich, Scatman John. Das gebe ich jetzt hier peinlicherweise zu, einem Scatman. Also wirklich so ganz, ganz schlechten Pupsgeräusche, Eurodance. Oh, ich weiß ernsthaft nicht mehr, was die erste Single war, aber ich kann dich beruhigen. Die du gekauft hast, die hatte ich auch im Regal. Sehr gut. Ich erinnere mich auch noch, ich hatte auch noch so eine wunderbare, diese ausgeborenen Plastik, diese CD-Ständer in meinem Zimmer stehen, wo dann irgendwie so 50 Stück übereinander da so schräg drinstehen, diese CD-Türme. Mhm. Würde man sich heute auch niemals mehr im Leben irgendwo hinstellen, sind hochgradig peinlich. Mhm. Ja. Also ich war jetzt neulich bei Freunden zu Gast, die hatten noch so einen riesen CD-Sammler. Also irgendwie ist es schon beeindruckend, also dass man, also nicht so eine Spotify-Bibliothek irgendwo oder andere Streaming-Anbieter sind auch toll, auf seinem Handy hat, sondern noch physisch irgendwas dastehen hat, was man sich mit eigenen Händen irgendwo her geholt hat. Ja. Aber halt so Vinyl ist halt, sieht trotzdem auch geiler aus, wenn du, glaube ich, ganz viele Vinylscheiben hast, was ich. Wir haben tatsächlich noch einiges an Platten hier stehen. Das beneide ich ein bisschen. Auch Steppi und die Straßenjungs und JJ, I'm JJ, die großen Eintracht-Hits. Nee, die tatsächlich nicht. Ich habe aber, und jetzt wird's ganz wild, jetzt bitte einfach mal alle weghören. Ich habe sogar irgendwo noch in greifbar, nee, hier nicht in greifbarer Nähe, sondern oben, die hier, damals hießen sie ja Maxi-CD, also die Single von Balakow, Elba und Bobic. Ah, die tragisch. Nee, das waren nicht Balakow, es gab die magischen drei, das waren Balakow, Elba und Bobic. Dann gab es die tragischen drei, das waren, glaube ich, Marco Haber, irgendwie Freddy Bobic und, wenn ich mich nicht irre, Martin Spannring. Das waren drei andere Stuttgarter. Ja, kann Spieler, auch sein. Also das ist, wenn das stimmt, dann wäre ich gleichzeitig stolz und beschämt, dass ich so einen Scheiß noch weiß.
Kann auch sein, aber aber die zu haben ist einfach groß. Also da kannst du wirklich jede Bad Taste Party, 90er Party mit bespaßen, glaube ich, ab einer gewissen Uhrzeit. Ab einer gewissen Uhrzeit, ja, das ist richtig. Und die habe ich auf jeden Fall noch oben stehen, diese Maxi-CD. Die steht direkt neben der Maxi-CD von Lotto King Karl. Das sind so Schätze, weißt du, da stehst dann, immer müsste man so aus und denkt, so brauche ich das wirklich, wann habe ich das zuletzt gehört? Das muss man behalten. Das muss man definitiv behalten. Ja, ja. Also ja. Dafür tatsächlich kein Weg dran vorbei. Nee, das wird monetär, also das wird auch keinen Sammlerwert haben, da wirst du auch kein Geld mit verdienen. Aber es ist einfach die Freude, die du hast, wenn du mal zufällig das Ding nochmal in die Hand kriegst, das ist unbezahlbar. Ja. Welchen Namen hast du gerade nochmal gesagt? Bobic? Also ich meine, die tragischen drei. Bobic, Marco Haber, ja. Und ich glaube Spannring, der hat irgendwie, hat er nicht irgendwie Freiburg und dann Stuttgart oder so? Poschner war's. Poschner, oh, Gerald Poschner. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist... Siehst du, ich jetzt nicht mehr hingekriegt, ich krieg wahrscheinlich gerade noch irgendwie so die Melodie hin, aber... Mehr auch bitte? Nicht. Nein, 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 nein. Dann schalten die Leute endgültig aus. Dann schalten die Leute endgültig aus. Wenn ich den Saal nicht leer gelesen habe, dann singen wir ihn jetzt endgültig. Ja, wenn ich irgendwann die Gelegenheit nochmal habe, dann werde ich Freddy Bobic auch nochmal fragen, was ihn damals geritten hat, sowas zu machen. Da kommen die eigentlich, also ich bin jetzt vielleicht auch, trete ich ein Fettnäppchen, weil ich nicht alle Episoden vorm Auge habe, aber ja. Wird so jemand zu euch in Podcast kommen, also wenn ihr die Eintracht fragt, hier lieber Herr Bobic, Sie waren doch geführt in jedem Podcast der Republik, zumindest so Kicker-mäßig oder wen es noch gibt, wollen Sie nicht immer bei uns. Wird er das machen oder? Weiß ich nicht, ob er das machen würde. Wir haben nie offiziell gefragt. Weil wir uns auch immer so ein Stück weit diese Neutralität und dieses Fantum oder dieses Fan-Medium irgendwie dann auch bewahren wollen. Ich weiß nicht, ob er es machen würde. Keine Ahnung. Vielleicht fragen wir ihn irgendwann mal, aber... Ja, aber so ein bisschen, also ganz ehrlich, also ich finde Freddy Bobic noch einen der Vorstandsvorsitzenden, die ein bisschen lässiger sind und die vielleicht ein bisschen... halbwegs gerade ausreden könnte, mal was ein bisschen zumindest interessanter formulieren, auch wenn es inhaltlich nicht viel bei rumkommt. Am Grunde weiß ich doch auch schon, was der sagt. Also wenn ich den jetzt irgendwie frage zu Transfers und so, ich kann die, also kennt man als Fan von seinem Vorsitzenden und Trainer, kennt man die Phrasen ja dann irgendwann auch. Als Reporter ist ja noch schlimmer. Also da träumst du wirklich nachher von manchen Manager-Sätzen so im Ohr, die du einfach viel zu oft gehört hast. Ja gut, ich meine, man muss natürlich auch dazu sagen, die gehen alle irgendwie durch die gleiche Medienschule. Denen ist auch klar, dass da ja hinten dran auch irgendwie Sponsoren und sonstige Thematiken irgendwie dranhängen. Also da ist man schon, glaube ich, sehr bedacht in seiner Wortwahl, bedachter, als wir das an mancher Stelle einfach auch sind. Was ja auch vollkommen okay ist. Das ist ja sein Job, den er da machen muss. Und unsere Einstellung dazu ist halt auch eine andere, was ja auch vollkommen okay ist. Es muss ja diese beiden Welten geben. Ich glaube, da ist es dann wirklich effektiver, so jemanden zu fragen nach seiner Karriere, wenn er eben vielleicht dann nicht mehr so bedacht sein muss, sondern sagen, okay, wie war das denn damals eigentlich? Vielleicht funktioniert sowas tatsächlich besser als im laufenden Betrieb, würde ich es jetzt mal nennen. Ja, also auch da gab es irgendwie Enttäuschung, es gab aber auch so magische Momente, wo, also einer meiner allerschönsten Reporter-Momente war, als ich Toto Schillaci mal interviewt habe, der manchen Leuten gar nichts mehr sagt. Ja, was war ich der mache auch gerade ein sehr verwirrtes Gesicht, weil mir der Name tatsächlich auch nichts sagt. Das ist der Torschützenkönig der Fußball-WM 1990 in Italien für die italienische Nationalmannschaft. Und der Typ hat original vorher und nachher nichts gerissen. Also der hat irgendwie für Juve gespielt, aber sehr erfolglos, oft verletzt. Aber der kam in diesem Sommer von der Bank und schoss Tor um Tor und Italien fast ins Endspiel, ich glaube Halbfinale am Ende, und war auf einmal so die große Nummer. Und heute leitet er halt irgendwo eine Fußballschule auf Sizilien, wo der eigentlich herkommt. Und ich habe den irgendwie
quasi dann am Telefon ausfindig gemacht und mit meinem schlechten Italienisch irgendwie einen vorgestottert, weil das war ein Held für mich. Also es war so irgendwie, das hatte ich dann doch so fußballmäßig so mitbekommen mit irgendwie 8 oder so, irgendwie so ein paar Spiele geguckt und fand den total geil. So, und Italiener eh immer geil, so geile Trikots und Deutschland-Weltmeister egal, aber den fand ich halt geil. Und dann ist das Problem, wenn du so Leute fragst, die haben wirklich nur einen großen Moment gehabt in ihrer ganzen Karriere und jeder spricht die auf diesen einen großen Moment an und die haben sowas von keinen Bock mehr drüber zu reden. Die sagen dann, ey, ich hab neue Projekte, frag mich doch mal danach und so. Und ich dachte, so ist er auch. Und Tortus Gilacci hat einfach so geil erzählt. Er hat einfach, glaube ich, eine Stunde durchgeredet in so geilem Italienisch und emotional ohne Ende, hat seine eigenen Fangesänge gesungen, erzählt so, und dann stehst du auf und der Trainer sagt, Toto, du musst rein, steht 0-0 gegen Österreich und du kommst da rein, denkst, ich dachte gar nicht, dass ich spiele bei diesem Turnier, und dann rennst du in den Strafraum, irgendwie Einwurfecke, sonst was, da sind so zwei riesige österreichische Türme, du springst so hoch, du hörst die Leute rufen deinen Namen, der fliegt an die Rübe, er geht rein, alle schreien so zack und irgendwie Notte Magiche und irgendwie auf einmal fängt Hasselhoff an zu singen im Hintergrund, so zumindest emotional, und du denkst so, geil, so ich bin irgendwie Fan und knie einfach nur nieder, dass du es einfach mir nochmal so erzählst. Können leider nur wenige oder wollen leider auch nicht. Wollen wahrscheinlich aber, einfach nur wenige, wie ja. Du sagst, die werden wahrscheinlich immer wieder auf die gleichen Dinge irgendwie angesprochen und dann... Ja, mir hat der Name tatsächlich auch nichts mehr gesagt. Ich habe es erst mal gerade eben nebenbei mal gegoogelt, und jetzt, wo man natürlich die Bilder sieht, fällt einem das dann auch wieder ein. Was mir was anderes in meinen Kopf bringt, weil du das gerade eben, also das erwähnt hast mit Italien, das ist mir letztens, ich hatte ja gesagt, ich gucke jetzt auch momentan durchaus mehr Fußball und schaue auch mal noch in andere Ligen, wo ich vielleicht früher nicht so viel oder in letzter Zeit nicht so viel reingeschaut habe. Und was mir da auch wieder bewusst geworden ist, ist, dass in meiner Fußballsozialisierung so aus meiner Jugend heraus immer Italien so das große Land ist. Und aber heutzutage irgendwie die italienische Liga oder der italienische Fußball in meiner Fußballwahrnehmung eigentlich überhaupt keine Rolle mehr spielt. Ist das nur mein Thema oder ist das bei dir ähnlich? Nee, die ist ja schon, glaube ich, lange so ein Elefantenfriedhof, wo irgendwie so ehemals gute Spieler nochmal so ein bisschen gut bezahlt ausklingen und dazu noch irgendwelche Südamerikaner, die stark tätowiert sind, aber keiner kennt, und so ein bisschen sind das so die Mannschaften. Und, ja. Aber ich bin auch damit aufgewachsen zu sagen, da alle Matthäus Breme und alle Deutschen haben da gespielt und früher auch immer irgendwie... Urlaub Gardasee, und dann gibt's ja diese geile Gazzetta dello Sport in diesem verbotenen Rosa, und dann blätterst du so durch und denkst so, irgendwann mal, wenn ich groß bin, dann fahre ich nach Italien und kann Italienisch und setze mich irgendwann so eine Piazza, bestell mir einen Espresso, guck einer schönen italienischen Frau hinterher und blätter so stylisch in meiner Gazzetta dello Sport. Und mit dem Gedanken habe ich dann Italienisch gelernt und meinen Erasmus in Italien verbracht, gemerkt, das stimmt ja alles nicht. Also alles nicht. Du, Espresso trinkt man nur in der Bar, nicht am Tisch, weil es kostet extra. So, du schöne Frauen gucken dir nicht hinterher, wenn du keine teuren Klamotten anhast, zumindest nicht in Norditalien. So. Und in der Gazzetta dello Sport steht nur Scheiße. Wirklich so Transfergerüchte, sowas von absurd und aus der Luft gegriffen und schnulzige Texteinstiege, es ist unlesbar. Also es ist natürlich für einen Ausländer nochmal ein bisschen manchmal schwerer, da so reinzukommen auch. Aber das, ach. Also war trotzdem geil, nach Italien gegangen zu sein, allein schon mal Tortus Gilacci irgendwie anlabern zu können oder Ticketschalter in Mailand. Aber ja, wie gesagt, Kindheit entzaubert sich manchmal. Ja, okay, also ist das zumindest nicht ein Thema, was ich alleine in meinem Kopf habe, sondern das geht auch anderen so. Das beruhigt mich doch jetzt schon mal an dieser Stelle so ein bisschen. Ja, das ist sportlich wahrscheinlich gar nicht mehr so viel schlechter als die Bundesliga, muss man sagen. Aber die Stadien sind halt auch... Und da weiß ich halt genau nicht, ob das so der Vergleich ist, wo man hin will, wenn man sagt, ja, liebe Freunde, italienische Liga ist doch gar nicht so viel schlechter als die Bundesliga. Also ich weiß nicht, ob der italienische Fußballfan dich dann anlächelt oder dir nicht lieber was an den Kopf werfen will. Ich weiß nicht, also die haben sowieso so eine Nabelschau, dass sie sich, glaube ich, rudimentär mitkriegen, wer in der Bundesliga überhaupt spielt, so außer Bayern. Aber die haben, was man sagen muss, so charmmäßig, ich liebe halt so alte
vor sich hin rottende Stadien oder so. Auch so in Argentinien, wenn du mal so teilweise siehst, wie dann so richtig die Risse im Beton und du denkst, das ist alles bautechnisch gar nicht mehr haltbar. Aber irgendwie, es hat atmet und lebt so einen Charme. Versus irgendwie diese WM-Arenen in Deutschland, wo du das Gefühl hast, irgendwie, wenn du einmal drin bist, kannst du nicht mehr sagen, welche Stadt. So. Also, Ja. wenn es nicht gerade eingeblendet steht. Und Fluch und Segen, so ein bisschen. Also, zweite Liga Italien, dann konntest du dich bei der Ecke, beim Eckball noch so an die, bis zum Zaun an der Ecke fahren und den Spieler beschimpfen. So, da war keine Distanz. So, das im Guten wie im Schlechten. Kann ich mir auch vorstellen, dass der Spieler dann in der einen oder anderen Situation auch durchaus zurückschimpft. Aber gut. Sollte er, dann ist endlich mal Austausch. Also mir ist ja lieber ein Spieler, der mal pöbelt, so weißt du, ein Basler 90er Jahre, kommt ans Mikro, Matthäus, weiß ich nicht, und pöbelt und schreit oder dieser Präsident, der den Reporter verfolgt, weil er gesagt hat, irgendwas von Schwarzgeld oder so. Also das wirkt dann irgendwie so echt und irgendwie Austausch und heute ist das alles so einstudiertes Theater, irgendwie so, du weißt, was gefragt wird, du weißt, was geantwortet wird, so ein bisschen, naja. Nostalgiker. Ja, damals hat das sicherlich noch funktioniert. Heute würde ich mir in Basler nicht mehr anhören. Es hat Also, eher so ein bisschen. weil er dir auf den Sack geht mittlerweile. Aber ich glaube, irgendwie als Typ ist, ich höre ihn immer noch lieber als jetzt, ich weiß nicht, zum Beispiel, wenn du so einen Thiago anguckst oder so. Also, ich weiß gar nicht, ob Thiago Deutsch spricht, spricht er vielleicht wunderbar, aber ich habe ihn nicht im Kopf, wie der im Interview klingt. Weil selbst wenn der mal ein Interview gegeben hat, wäre nichts hängen geblieben, glaube ich, dabei. Und irgendwie ist bestimmt ein Thema athletischerer und fitterer und professionellerer Sportsmann als Mario Barca. Und Mario Barca fallen mir sofort drei Sachen ein, die er gesagt hat. So, auch unter anderem, ich finde es nicht gut, dass wir zu viele Spieler haben, die wohl nicht richtig Deutsch sprechen. Einfach so Sätze. Ja, Es ist einfach. natürlich bleiben die einem, sie sehen, jetzt fange ich auch schon an, hier so Mario Basler-Style zu sprechen. Natürlich bleiben die einem im Gedächtnis, aber da hängt auch immer mehr so ein großer Fremdscham-Moment mit dran. Ja, aber so ein bisschen ist doch Fußball auch Trash-TV, so ein bisschen. Also so manche Typen ist doch so, ich meine, HSV ist sowieso so eine Reality-TV-Doku, wo du einfach nur dich so ein bisschen irgendwie auch so leicht schüttelst dich und da ist auch ganz geil, irgendwie da diesen beim Selbstzerlegen zuzugucken. Also deswegen habe ich so Vereine und Ja, viel mal lieber in klar. der Bundesliga als so einen professionell geführten Provinzverein, der das alles schon irgendwie richtig macht, aber irgendwie auch langweilig. Ja, klar, du brauchst im Fußball, was ja schon auch ein Sport der Emotionen ist, brauchst du halt einfach Typen, an denen man halt auch mal sich so ein bisschen auslassen kann. Und das können entweder Spieler, Verantwortliche oder halt eben auch ja, quasi Vereinskonstrukte oder irgendwas sein. Ja. Da würde ich jetzt den HSV mal mit reinziehen oder halt auch Bastis und unser aller Lieblings-Hass-Verein Werder Bremen. Ja. Ja, die ja auch mal sympathisch waren, aber lange, lange ist es Das her. ist aber auch schon echt lange her. Aber es ist eigentlich doch eine schöne Überleitung, wenn du sagst, Typen und die einem im Gedächtnis bleiben und die irgendwie nur authentisch sind für die letzte Stelle aus dem Ja, Buch. dann kommen wir jetzt mal auch auf einen sehr authentischen Typen, den du natürlich auch, wie sollte es nicht anders sein, in deinem Buch verarbeitet hast. Dragoslav Stepanovic, der auch mit wunderbaren Sätzen aufgefallen ist, den du auch in einer ganz eigenen Art und Weise in deinem Buch verarbeitet hast. Lies doch erstmal die Seiten und dann würde mich gerne mal interessieren, warum so? Okay, warum? Warum? Einfach Da ist das warum? große Warum steht da dahinter, ja. Ja, gut, ich fange einfach mal an mit, wie auch noch eigenwilligen Einstieg, wie ich quasi als Schüler von meinem Schulhof mich davonstehle und von der Schule schleiche, setze ich mal einen an den Punkt, wie ich jemandem in die Arme laufe von meiner Schule. Kapitel 5, Steppi. Ich sah einen Mann im beigen Trenchcoat. Wenn so jemand vor Schulen herumlungerte, war das an sich zunächst ja schon mal ein Grund zur Beunruhigung. Aber diesen Mann umwehte eine gewisse Grandezza. Das lag daran, dass er einen Zigarillo schmauchte und eine sehr große Sonnenbrille trug. Sein angegrautes Haar wallte im Nacken noch mehr als vorne, wo es deutlich dünner wurde.
Dazu trug er einen geradezu majestätischen Schnauzer, dem schnöde Umschreibungen wie Schenkelbesen oder Pornobalken nicht gerecht wurden. Die Barthaare waren an den Seiten gezwirbelt, als habe der Träger sie morgens mit allen Wassern gewaschen und tagsüber viel daran herumgedreht, während er Zigarre schmauchend vor sich hin sinnierte. Diese intellektuelle Note wurde gebrochen durch den dicken Bauch, der sich deutlich unter dem Mantel ausbeulte. Doch, doch, es war der Bauch. Der brandmarkte ihn klar als Lebemann, als Connoisseur der kleinen und großen Gaumenfreuden und ganz gewiss nicht als Kostverächter. Der Triebtäter Trenchcoat verlieh seinem Träger wiederum eine gewisse Zwielichtigkeit, die er offenbar durchaus zu seinen Gunsten einzusetzen verstand. Er sah, kurz gesagt, aus wie eine Mischung aus Albert Einstein und Gérard Depardieu, gleichsam Intellektueller und Vollprolet, Stardirigent und Zuhälter, Zampano und Zirkusdirektor. Es handelte sich glasklar um Dragoslav Stepanovic, den Gottvater aller Jugoslawen, den Trainer von Eintracht Frankfurt, den Meisterschaftsverpasser von 1992, den Spiritus Rector des Fußballs 2000, dem damals alle Türen offen gestanden hatten und der, trotz allem, wieder bei der Eintracht gelandet war. Was machte er nun hier von meiner Schule? Doch bevor ich ihn fragen konnte, fragte er mich. Junge, wo willst du hin? Babbelte es ihm heraus, undurchsichtig wie der Rauch, den er hinausblies. Ist in der Schule jetzt? Ich schaute ihn unglaublich an. Um ehrlich zu sein, ich verstand ihn kaum. Halb schien er immer noch Serbisch zu reden oder welches schwere Balkan-Idiom er auch immer sprach und halb war es Hessisch. Hochdeutsch schien er nie gelernt zu haben. Er hatte es übersprungen und war stattdessen gleich zum Dialekt übergegangen. Statt nicht sagte er nett, Personalpronomen wie ich und du existierten für ihn schlicht nicht mehr oder wurden einfach irgendwo im Satz eingesetzt, wo es gerade zu passen schien. Die Artikel der, die und das waren bei ihm gänzlich abgeschafft und Pausen machte er schon mal gar nicht zwischen den Wörtern. Sie verklebten alle zu einem Wortbrei mit einer undefinierbaren Sprachmelodie. Hebung und Senkung, die an Stellen kamen, wo man sie nie vermutet hätte und unterbrochen nur, wenn er durch den Zigarillo Luft holte. Er sprach eindeutig serbohessisch. Was ich schon wusste, in Frankfurt war Stepanovic, genannt Steppi, eine Legende. Einer, der im Fußball den Begriff Zampano eigentlich erst geprägt hatte, so wie Anthony Quinn als grobschlächtiger Schausteller in Federico Fellinis Filmmeisterwerk Lastrada. Ein Mann zwischen prahlerischer Wichtigtuerei und charismatischem Machertum. Einer, der alle Fäden in der Hand hält, ein Typ irgendwo zwischen harter Hund und bunter Hund, als Spieler wie später als Trainer. Einer, der Spielanalysen gab wie »Hab ich neue Mann in das Spiel geworfen? Patsch, Hammer gewonnen!« Einer, der in einem silbergrauen Mercedes vorfuhr und in einem eleganten Zweireihen mit Nadelstreifen ausstieg. In der Hand ein Diplomatenkoffer aus Leder, über die Schultern lässig einen Kamelhaarmantel geworfen, einer, der immer lachte, heiser und hustend. Sein Optimismus war ansteckend. »Ist in der Schule jetzt?« Er sah mich streng über den Rand der Sonnenbrille an. Bevor ich auf diese Frage antworten konnte, pustete Steppi vor Lachen Rauchschwaden aus und tätschelte mir den Kopf, obwohl ich fast so groß war wie er. »Mache ich nur Spaß«, sagte er und grinste breit unter seinem Schnauzer. »Kommst du mit?« Energisch paffte er im Zigarillo, während er im Stechschritt losging, beide Hände in den Manteltaschen, der Trenchcoat flatterte im Straßenwind. Ich hatte keine Wahl, als ihm zu folgen. »Aber muss ich nicht zurück zum Matheunterricht?« rief ich als keuchenden Einwand hinterher. Ich dachte an meinen Vater, da war er selbst Mathe- und Physiklehrer, wie enttäuscht er sein würde, wenn ich die Klausur in den Sand setzen würde. Die war schon Ende der Woche. Mit Mathe war nicht zu spaßen, meinte mein Vater immer. Wie oft war ich mit einer schnellen Frage zu ihm gekommen, einem kleinen Detail, das ich nicht verstand. Papa, was kommt hier für X hin? Aber für Abkürzung war mein Vater nicht zu haben. Er war schließlich selbst Lehrer. Also schon die alten Griechen hatten Xe, und dann holte er aus. Musste das sein? Offenbar ja. Denn mein Vater erwartete, dass ich die besten Noten nach Hause brachte. Aus mir sollte ja mal was werden. Das ging nur mit harter Arbeit, war mein Vater überzeugt. Steppi lachte heiser, als hätte er das alles gehört. Während wir liefen, erzählte er mir von seiner Schulzeit. Mit 14 Jahren hatte er schon für den OFK Belgrad gekickt, heimlich, damit sein Vater, der gegen Fußball war, es nicht mitbekam. Ein Jahr lang schwänzte Steppi die Schule, bis herauskam, dass die Ärztin, auf deren Namen seine Atteste ausgestellt waren, schon vor 2 Jahren verstorben war. Da hatte der Junge jedoch schon seinen ersten Profivertrag. Selbst sein Vater kam zu den Spielen und er war stolz. »Musst du sein clever«, sagte Steppi. »Clever spielen, clever gewinnen.« Ich war zu perplex, um etwas Intelligentes zu erwidern. Am Anfang des Kapitels ein Fahrraddieb fast erwischt aus wie Maradona. Auf den angesprochen sagte er, »Ich dachte stattdessen an den Fahrraddieb Maradona, den wir hatten laufen lassen.« Er könnte jetzt schon über alle Berge sein. Gute Spieler musst du machen lassen.
sagte Steppi, als hätte er meine Gedanken gelesen. Ich fragte mich, wohin wollte, an einem Vormittag unter der Woche. Er ging schnurstracks in eine Kneipe, setzte sich auf einen Hocker am Tresen, ohne die Brille abzunehmen. Mit einem Nicken bestellte er, der Wirt wusste Bescheid, zapfte einen Pilz. Mir schenkte er eine ranzige Kohle aus der Flasche ein. Aber ich durfte bleiben in der verrauchten Kneipe, obwohl ich offensichtlich schulpflichtig war. Steppi deutete mit seinem Glas auf den Hocker neben sich. Setzen, Junge. Er erzählte mir von der Zeit, als er eine Kneipe besessen hatte. So, soweit erstmal. Ja, definitiv eine Type, aber warum bist du mit ihm in dem Kapitel in die Kneipe gegangen? Warum? Wo würdest du Dragoslav Stepanovic verorten, wenn nicht? Jetzt abgesehen von der Trainerbank. Ja, gut, das Argument ist durchaus berechtigt, aber Schule schwänzen, Kneipe, hä? So ein bisschen ist, also was ja auch durchkommt im Kapitel, so ein bisschen eine Gegenfigur vielleicht zu meinem Vater, der gesagt hat, es kommt auf eine gute Ausbildung an, Junge, und harte Arbeit lohnt sich. Ja. Und Steppi ist halt so ein kleiner Gauner, der sagt, ey, man kann auch mal 2 Jahre die Schule schwänzen und stattdessen Fußballprofi werden. Oder du machst eine Kneipe auf und wirst dann zum Eintracht-Trainer befördert. Also so ein Typ, der irgendwie ganz krumme und von außen nicht mal ganz nachvollziehbare Abkürzungen vielleicht auch genommen hat. Auch härter gearbeitet hat, dass man ihm, glaube ich, so zutraut. Also ich habe ja auch unter anderem für das Buch mein ohnehin schon vorhandenes Kicker-Archiv ergänzt mit dem Online-Archiv des Kicker nochmal sehr viel nachgelesen und auch so über ihn damals, wie auch beschrieben wurde, wie Boa damals beschrieben wurde, oh mein Gott, schwarze Perle ist da noch das am wenigsten Zweifelhafte, was da in Überschrift ist. Aber über Steppi auch viel gelesen, viel wieder weggeschmissen, weil ich irgendwie dachte, ich will auch keinen Wikipedia-Eintrag oder kein Nacherzählen machen, aber so ein bisschen auch erklären, was das für ein Typ war, zumindest wie ich ihn sehe. Und als so ein Typ, der irgendwie so ein bisschen verkannt ist als so ein bisschen Clown oder so, der hatte schon irgendwie wirklich auch viel gemacht, aber auch so ein Typ, der einfach so, also ich meine das ganz lieb so, aber auch so ein Jugo, wie sagt man, so ein Jugo-Schlitzohrigkeit hat, dass man irgendwie nicht diese Wege geht, die man so als Deutscher für die geradlinigsten hält und zielführendsten. Okay. Ja, gut. Ja, das kommt, glaube ich, dann in dieser Art und Weise sehr, sehr gut rüber. Ich war trotzdem leicht irritiert, als ich dieses Kapitel gelesen habe. Nur von dem? Nee, da müssen wir gleich noch über eins sprechen. Da war ich noch deutlich mehr irritiert. Aber bei dem war ich auch schon durchaus irritiert mit dieser Kneipennummer. Hast du damals wirklich die Schule geschwänzt? Kein Kommentar kann ich jetzt sagen. Nee, also jetzt nicht chronisch und nicht dauerhaft oder so. Ich konnte dann halt aber irgendwie schon eine ganz gute Unterschrift. So, ich glaube, ich schon in der Grundschule. Aber habe schon immer so eine Mischung gemacht, dass ich ein bisschen mehr Mühe geben in der Schule, aber jetzt auch nicht zu geradlinig, weil es irgendwie auch nicht so mein Ding gewesen wäre, ein bisschen Rebell geblieben. Und dieses Steppi-Ding, also es fängt an mit so einem Fahrraddieb, der aussieht wie Maradona, dem ich folge. Da gab es wirklich einen Fahrraddieb, der, wo ich dachte, das ist Maradona, war es dann aber nicht. genau, es ist bisschen Realität, bisschen Fiktion. Ja. Ja, wie du vorhin schon gesagt hast, so jede Geschichte braucht so ein bisschen den wahren Anteil und braucht dann aber wahrscheinlich auch noch so ein bisschen Fantasie und Überspitzung, damit es halt auch eine richtig gute Geschichte am Ende dann auch wird. Ja, so ein bisschen ist, wie gesagt, also es ist nicht nur Klamauk in dem Buch, es gibt auch ernste Stellen so und so ein bisschen später im Kapitel steigt die Eintracht ab mit Steppi, wo sich so ein bisschen der Zampano selber entzaubert mit irgendwie, das hat es dann nicht geschafft, sie zu retten, obwohl es vielleicht auch dann eh schon undankbar war. Und dann gab es den realen Moment, ich sitze heulend vor meinem Fernseher, denke irgendwie diese Mannschaft, die vor ein paar Jahren noch so mit Jebora und Okocha so groß war und fast Meister und die sind jetzt zweite Liga? Hä, das geht doch gar nicht. Und sitze heulend vor dem Fernseher und denke, irgendwie kann man eigentlich noch so ein, muss ich eigentlich das mitmachen? Ich wohne ja eigentlich auch viel näher an irgendwie Schalke, die UEFA Cup qualifiziert waren und dann eine später gewonnen haben. Und in dem Moment kommt mein Vater rein, der sich überhaupt nicht für Fußball interessiert, fragt, was ist denn los, warum heulst du denn? Und ich erkläre das und irgendwie siehst du so, es arbeitet in ihm. Und eigentlich könnte er jetzt sagen, konzentriere dich halt auf die Schule oder werd Bayern-Fan, dann habe ich meine Ruhe und du heulst nicht so rum so oder ja. Freust dich mehr über Siege. Und er sagt,
total ernsthaft, Junge, Verein wechselt man nicht einfach so. Wechselt, also wenn Fan, bleibt treu. So. Obwohl er überhaupt kein Fußballfan war. Und das fand ich echt so eine Live-Lesson, wo ich sage, okay, Eintracht ist auch Steppi, ist auch so diese geilen, verschlagenen Momente und irgendwie der Übersteiger vor dem Klassenerhalt, aber es ist auch einfach mal irgendwas durchsitzen. Und wenn es irgendwie, weiß ich nicht, jahrelang Funkelfußball ist, so einfach auch mal beibleiben. Ja, es macht ganz, ganz viel aus. Also da hat dein Vater, war auch als Nicht-Fußball-Anhänger wahre Worte, glaube ich, verloren. Ja, es ist so ein bisschen, ich hab's in dem Lauf der Jahr auch öfter mal bereut. So ein bisschen und irgendwie, das nicht aber auch. Ja, es wäre auch irgendwie, also ich glaube, das Schlimmste wäre, durch 8-Mann Folgemeister zu werden. Das ist irgendwie so dieses. Wenn du so gar nichts mehr hast, über das du dich freuen kannst oder aufregen kannst, ja. Oder wenn das Einzige, worüber du dich aufregst, ist, dass du die Meisterschaft nicht schon am 28. Spieltag klargemacht hast, sondern erst am 29. Spieltag, wo ist dann da bitte noch der Reiz? Ja, es ist einfach, ich weiß ja nicht, ob du irgendwie mal am Computer irgendwelche Fußball-Manager-Spiele oder Konsole, FIFA oder wie auch immer. Ja, hör mir auf, ey. Das hat mich so viel graue Haare schon in meinem Leben gekostet. Ja, aber das ist ja auch das Geile daran. Ich habe auch schon irgendwie Pets zerdeppert und so, weil du halt auch mal verlierst, aber wenn halt wirklich, ich habe immer dann wirklich ausgemacht, wenn ich das Gefühl gehabt habe, jetzt gewinne ich auch mit Swaziland gegen Brasilien. Auf höchster Geschwindigkeit. Wenn es langweilig geworden ist und trotzdem immer so diese Momente zu haben, so ich habe jetzt auch vor einer Woche das letzte Mal FIFA angemacht und habe gesagt, so von wegen, boah, irgendwie diese Variante ist rum und irgendwie jetzt ist Juli, das nächste kommt im September und irgendwie interessiert es mich nicht mehr, es bockt nicht mehr, es macht keinen Spaß mehr, ich höre jetzt auf und erlebe mich dann doch immer wieder, ich dann so eine Woche später denke so, ach, eigentlich ist es scheiße, aber irgendwie ist auch geil. Und ja, das ist halt auch so das, was für mich so Fußball beschreibt. So, es gibt Momente, über die du dich unwahrscheinlich freust und es gibt Momente, die dich total aufregen, aber trotzdem zwei Tage später bist du wieder in diesem absoluten Optimismus drin, denkst du, okay, war halt scheiße, aber am Wochenende, da wird's richtig geil. Ja, das ist irgendwie, also ich meine Freundin mal mitgenommen, auch glaube ich in eine Kneipe zu einem Eintrittsspiel und die war, glaube ich, völlig fasziniert, wie viel Emotionen diese Männer zeigen. Also sie ist, glaube ich, eh fasziniert, wenn sie mich mal beim Fußballspielen sieht, so allein, nicht in der Kurve, wie ich rumschreie und mich freue und irgendwie, wie viel da rauskommt und wie man dann aber auch Fernseher ausmacht oder so und sagt, ich gucke die Scheiße nie wieder. So, ich gucke mir kein einziges Corona-Spiel mehr an. So, irgendwie, das ist einfach nicht, oder auch diese Saison, diese Niederlagenserien, so, ich gucke mir das halt einfach nicht mehr an. Ich muss es ja nicht. Niemand zwingt mich dazu, sich das anzugucken. Niemand zwingt mich dazu. So, jetzt ist noch nicht mal Stadionerlebnis, so dass man denkt, so, es ist jetzt, wie es das Bier schmeckt oder die Wurst oder so. Aber macht es dann halt trotzdem. Ja. Gegen alle Vernunft. Ja. Ja, das ist richtig. Gegen alle Vernunft ist vielleicht auch eine schöne Überleitung zu dem nicht letzten Kapitel, aber dem vorletzten Kapitel in deinem Buch. Das hast du unserem aktuellen Trainer gewidmet. Und ja, die Kombination aus dem Namen und der Europareise lässt eine gewisse Schlussfolgerung zu. Oder sagen wir mal, nicht Schlussfolgerung, oder so einen gewissen Gedankengang, den man haben kann und den ja auch manch andere schon hatte. Aber was bitte hat dich, und das ist tatsächlich das Kapitel, wo ich am meisten irritiert war in dem Buch, hat dich dazu gebracht, diese Story da reinzubringen? Und magst du sie vielleicht kurz in einem Satz zusammenfassen? Naja, wie du schon gesagt hast, Adolf H. aus Österreich oder Adolf hat einen gewissen Klang, über den man sich vielleicht dann auch schon mal irgendwie lustig gemacht hat oder auch nicht und irgendwie tut er einem auch leid, dass er so heißt und irgendwie kann er ja nichts für, aber irgendwie löst schon Assoziationen aus und irgendwie mit diesem Europa-Ding, also es gibt Leute, die können da gar nicht drüber lachen, wenn man sich über Hitler und Nazis und so lustig macht, es gibt Leute, die können da sehr gut drüber lachen. Es gibt ja auch teilweise Filme von irgendwie Switch Reloaded, Obersalzberg, bis irgendwie Er ist wieder da, bis jetzt Jojo Rabbit ist ja auch quasi ein fiktiver Hitler, der irgendwie eigentlich ein netter Hitler ist. Ja. Und so einen kleinen Jungen als bester Freund erscheint. So ganz so positiv ist der Adi
der eindeutig nicht Adi Hütte ist. Das will ich auch mal klarstellen. Also nicht der Trainer, sondern ein Adi, der mir die ganze Zeit im Ohr sitzt und sagt, wir räumen Europa auf. Und ich sage jetzt, halt die Klappe. So, und irgendwie sollte es einen gewissen Comedy-Faktor reinbringen, den man halt aber auch nicht gut finden kann. So. Aber ich fand es als eine gewisse Brücke durch diese Europapokalreise und am Ende kriegt er auch sein verdientes Fett ab, fand ich es eigentlich ganz nett. Aber streitbar definitiv. Danach kommt ja noch so ein Epilog, wo ich Andi Möller auch nicht so gut wegkommen lasse, auch streitbar. Aber so ein bisschen ist das auch der Spaß. Hätte ich dieses Buch in Zusammenarbeit mit Eintracht Frankfurt geschrieben und sponsored by und so, dann wären da sehr viele Sachen rausgestrichen worden. So. Und manche auch zu Recht. Und manche hätte ich gesagt, ey, dann da schreibt doch euer eigenes Buch. Also, vielleicht wäre es auch gar nicht so gekommen. Aber so ein bisschen war auch mal die Freiheit, sagen, okay, man wagt mal was. Ja. Ja, also es war tatsächlich das Kapitel, was mich mit den meisten Fragezeichen zurückgelassen hat und wo ich auch sagen muss, da sind durchaus Seiten drin, die ich tatsächlich auch übersprungen habe. Oder Abschnitte drin, die ich übersprungen habe, weil ich diese Dialoge mit dem fiktiven Trainer, den du dort zeichnest, tatsächlich so ein bisschen drüber fand. Aber vielleicht ist, wie du schon sagst, das ist ja auch das gute Recht von jedem, das dann so zu nehmen oder zu lesen, wie er es halt auch haben will oder wie er es halt eben dann auch lesen will. Ich fand's, mein Lieblingskapitel war es jetzt nicht, aber gut, das ist halt in solchen Büchern wahrscheinlich auch einfach so. Und ja, es ist ja auch diese Witze wurden gemacht und über die Witze konnte ich nicht lachen und über Nazis, finde ich, muss man lachen, weil das ist das Einzige, was sie verdient haben. Die sollte man nicht, also auf der einen Seite sollte man das Thema ernst nehmen, aber über die Person sollte man wahrscheinlich auch einfach lachen. Genau, darauf kannst du auf jeden Fall einigen. Generell ist das Buch ja auch so aufgebaut, es sind irgendwie 11 Kapitel, die du als eine durchgehende Geschichte lesen kannst, die am Ende wieder da ankommt, wo man angefangen hat, oder du nimmst dir einfach ein Kapitel raus über irgendeinen Spieler oder eine Zeit, die du irgendwie in guter Erinnerung hast und liest halt das. Ist natürlich, die letzte Saison hat man natürlich auch sportlich gut in der Erinnerung, insofern ist, wenn man den Humor nicht mag, ist es dann schwierig, aber also es hat war auf jeden Fall interessant, als interessante Herausforderung beim Schreiben. Das glaube ich. Das hast du gerade eben gesagt und das passt wunderbar zu einer Frage, die ich mir in der Zwischenzeit hier noch notiert habe, dass wenn du das Buch mit der Eintracht gemeinsam geschrieben hättest, sicherlich das ein oder andere so nicht geschrieben worden wäre oder rausgeflogen ist. Jetzt hast du vorhin den Lektor erwähnt, der da ja auch dann nochmal drauf guckt. Wie viel Diskussion hattest du tatsächlich mit deinem Lektor oder deiner Lektorin über die Kapitel und was musstest du umschreiben? Ich hatte im Vorfeld auch irgendwie, ich habe auch Leute, die vorher schon mal drüber gucken und die dann auch irgendwie teilweise auch vom Fach sind oder so, oder die irgendwie ein guter Freund von mir hat über Dortmund eine Fußballfibel, kann ich auch sehr empfehlen, Nick Afanasyev zusammen mit Eva Kienholz über Fußballfilm Dortmund geschrieben, sogar zeitgleich. Insofern konnten wir uns auch immer so ein bisschen austauschen, sowas, was geht nicht, was verstehen Leute, was verstehen Leute nicht, wo überrascht man Leute, überfordert man Leute. Also schon mir auch Gedanken gemacht. Lektorin war jetzt eher die große Erleichterung, muss ich einfach sagen, dass die einfach, obwohl die gar nicht so ein diehard Fußballfan ist, erst recht nicht Frankfurt, dass sie einfach gesagt hat, sie findet es gut, sie versteht es, sie hat gelacht, sie hat auch hier und da mal gerührt von der Stelle. Und man einfach merkt, so außerhalb der eigenen Bubble von Leuten, die einem vielleicht auch irgendwie schuldig sind zu sagen, dass sie es irgendwie gut fanden, es gibt auch Leute, die irgendwie sich freuen. Und auch bei der Lesung kamen nachher Leute zu mir und haben mir teilweise sehr besoffene Komplimente gemacht, aber da stand auch irgendwie so ein Chemie-Leipzig-Ultra und meinte, der hat ein Tränchen in den Augen. Und das ist schon cool. Also wenn du sagst, so du und irgendwie das, auch wenn das für mich eine Möglichkeit ist, mal schreiberisch ein bisschen was auszuprobieren, ist es erst Sinne für die Leute, um irgendwie eine gute Zeit zu haben und sich selber an die Zeiten zu erinnern. Und jeder hat seine eigene Fangeschichte. Also ich würde jetzt nie sagen, das ist die Fangeschichte, sondern das ist so ein Angebot an alle, nochmal so ein bisschen zurückzugehen, einfach so durch die Jahre und zu sagen, was waren die eigentlich für dich? War Bruchhang für dich Fluch oder Segen? War das jemand, der die Eintracht erwachsen gemacht hat, auf eine Art, durch Seriosität oder die irgendwie klein gehalten hat von was, wo sie eigentlich für uns zumindest gefühlt hingehört. So, also das sehen Leute auch anders. So. Ich fand zum Beispiel Adi Hütter, ich finde ihn als Typen halt, ich bin irgendwie, er ist ein guter Trainer, aber ich finde als Typen auch so glatt und
kann überhaupt sehr, nichts. So sehr ruhig, wenn man mal so guckt. Wir hatten jetzt Stepanovic, über den du gesprochen hast, Kovac, den du ja vorhin dann auch mit einem mal kurz erwähnt hast, und auch andere Trainer, die ja durchaus so Typencharaktere sind, ist Adi Hütter in der Tat eher so dieser, ich würde ihn jetzt als analytisch, fachlich ansehen, aber jetzt so, also ist jetzt nicht so für mich so der große Impulsive, wobei, wenn wir jetzt hier an diese Flaschentritt-Variante da denken und so weiter, also ich kann ja wahrscheinlich auch schon, aber ich glaube, das ist tatsächlich eher etwas, was er weniger zeigt, ja. Ich finde Fußballtrainer eben ein ganz spannendes Thema, weil das sind oft so die einzigen im Verein, die irgendwie so richtig sich über alles Gedanken machen, die auch wirklich auch oft echt keine blöden Typen sind, so mittlerweile nicht mehr. Es gibt kaum noch so Trainer, die sagen, geht's raus, spielt's Fußball, irgendwie schreibt 10 Leute an die Tafel, ihr wisst Bescheid. Sondern so Typen sind, die da rund um die Uhr und so, die könnten auch irgendwie jeden mittelständischen Betrieb leiten, aber haben einfach beschlossen, all ihre grauen Zellen auf dieses, wie kriege ich die Mannschaft dazu, dass sie geil spielt, zu lenken und wirken halt so ständig unter Strom, müssen dann aber gleichzeitig irgendwie diesen Verein auch irgendwie repräsentieren und irgendwie nicht nur Bieder sein oder irgendwie auch die Medien bespaßen oder die Sponsoren bespaßen. Und ich meine, so ein Klopp, der ist halt irgendwie so eine eierlegende Wollmilchsau, wo du sagst, der ist irgendwie, obwohl er irgendwie gebleachte Zähne und transplantierte Haare hat, wirkt er irgendwie authentisch und am Boden geblieben. Und man hört ihm irgendwie gern zu, obwohl innerlich auch nichts groß anderes sagt als Adi Hütter. Und Adi Hütter ist, obwohl dieses Österreichische schon charmant ist, immer sehr sachlich und bemüht, glaube ich, eher darum, jetzt nichts Falsches zu sagen, was ihm negativ ausgelegt werden kann. So wie Niko Kovac auch schon manchmal so ein bisschen. Aber, es ist halt so. Trotzdem nochmal andere Charaktere. Ja, klar sagen die unterm Strich nichts anderes und ein Klopp wird mit Sicherheit auch da sitzen und wird sich den nächsten Gegner irgendwie intensiv angucken und Hütter wird wahrscheinlich genauso jetzt die Spiele ankacken, wie es ein Klopp auch macht, wenn da irgendwas nicht richtig läuft, aber es sind halt trotzdem komplett unterschiedliche Charaktere. Und das ist auch, vielleicht ist das am Ende irgendwie sogar besser, wenn man sagt, so man konzentriert sich auf Sachliche, aber irgendwie ist es halt auch Entertainment und ich weiß nicht, mir hat irgendwie jemand über das soziale Netzwerk nochmal so einen Randspielbericht von 1993 Frankfurt gegen Saarbrücken geschickt, ging irgendwie 0-0 aus. Horst Hese war Trainer und trug unfassbar hässliche Trainingsanzüge, die farblich echt augenkrebserregend sind. Wusste überhaupt nicht, wer seine Spieler sind. Er ist irgendwie als Interim gekommen und meinte, ich kenne die Spieler ja noch gar nicht. Und erzählt das so offen auf der PK und irgendwie auf dem Platz treten sie sich da um und irgendwie er wechselt eigentlich in dem Spiel aber irgendwann auch zu viele Ausländer ein. Das hat irgendwie was. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich habe auch ein bisschen Herz für Assis und für Typen, die nicht immer alles richtig machen und so. Und ich finde es mal ganz schade, wenn Leute das Gefühl haben, sie müssen immer alles richtig machen. Und irgendwie tun mir manchmal auch die Trainer und die Spieler leid, weil die auch, glaube ich, unter so einem Druck stehen, jetzt hier ja nichts falsch zu machen. Ja, das macht sie natürlich dann auch ein Stück weit nahbarer und ist natürlich auch mehr Abbildung der tatsächlichen Bevölkerung, weil mir jetzt gerade kein besseres Wort einfällt. Hier ist ja auch nicht jeder perfekt. Wir sind ja auch nicht perfekt und dann jemanden da zu haben, wo man halt auch merkt, okay, da läuft halt auch mal irgendwas gerade einfach irgendwie doof, gibt einem auch selbst so dieses Gefühl von Beruhigung, auch, dass man selbst nicht immer alles immer 100% korrekt macht. Ja, es ist so ein bisschen, als ich aufgehört habe beim Tagesspiegel, weil ich irgendwie auch, ich brauchte immer auch ein bisschen Abstand und bin erstmal rumgereist und habe dann so einen Text geschrieben, so einen Liebesbrief an den Fußball, quasi ich mache Schluss oder wir sollten uns eine Weile nicht mehr sehen und habe so ein bisschen mit dem Fußball gesprochen, als wäre es eine Frau, die man jetzt schweren Herzens irgendwie, gerade mit der es irgendwie nicht mehr weitergeht, man sieht sich zu oft, man sieht sich mehrere Tage die Woche, es gibt irgendwie keine Vorfreude mehr, irgendwie es wird einfach alles zu viert, man ist erdrückt so und auch wie sich das auch verändert hat und da hatte ich irgendwie den Satz geschrieben, und ich trinke noch Bier und du isotonische Getränke. Also dieses irgendwie, ich weiß, die trinken bestimmt auch mal ein Bier, aber irgendwie traust es keinem mehr so richtig zu, dass der einfach so nach dem Spielen im Vereinsheim sitzt und irgendwie so ein bisschen ist wie du und ich. Also weiß ich nicht. Also ja, verstehe. Also klar, wenn du das willst, kannst du halt in die Kreisliga gehen. Dann hast du kein geiles Stadion und keinen technisch anspruchsvollen Fußball oder so. Aber ich brauche auch ehrlich gesagt nicht mehr die perfekte Viererkette und dafür können die vielleicht ein bisschen menschlicher sein. So. Und dann pfeife ich vielleicht auch nicht mehr so. Also ich pfeife eh nicht, kann ich gar nicht.
Aber naja, so ein bisschen. Wir gucken ja immer noch hin und irgendwie drückt es ja noch genug Knöpfe, aber halt so diesen irgendwie Identifikationsknopf nicht mehr so. Wird weniger, ja. Und das ist tatsächlich auch etwas, was ich feststelle, dass ich immer mehr merke, dass dieser sehr professionelle Fußball sich mir entfremdet, tatsächlich, ja. Hm. Auch wenn ich, wie gesagt, jetzt gerade sehr viel Fußball schaue, oder verhältnismäßig viel Fußball schaue, was vielleicht aber auch einfach daran liegt, dass man in diesem komischen Jahr um diese Jahreszeit noch so viel Fußball schauen kann, was jetzt nicht gerade irgendeine so total Marketing ausgeschlachtete Großveranstaltung irgendwie ist, merke ich halt trotzdem, dass ich immer mehr drüber nachdenke, ob es nicht vielleicht einfach geiler ist, hier irgendwie, weiß ich nicht, zum Bonner SC oder sonst irgendwas zu fahren und sich da den Fußball anzugucken, ob das nicht eigentlich eher der Sport ist, in den ich mich irgendwann vor Jahren mal verguckt habe. Ja, ich meine, das ist, also ich war nie so der ganz große Kreisliga-Groundhopper, aber ich musste auch, glaube ich, für eine Geschichte über so einen kurdischen Verein in Berlin irgendwie zum Kreisliga spielen. Dann hast du halt einfach so Kevin Pannewitz, war mal irgendwie Wolfsburg-Profikader und jetzt wiegt er einfach 120 Kilo und steht einfach im Mittelfeld rum und hebt immer nur das Bein und spielt da so Lobpässe die ganze Zeit. Aber er kann das halt einfach besser als alle anderen. Und es macht einfach einen riesen Spaß, um zu gucken, wie er den immer gleichen Pass spielt. Irgendwie und so wie Uwe Bein einfach dabei zuzugucken, wie der, natürlich hat der Aktionsradius Mittelkreis gehabt, so ein bisschen. Ja. Vielleicht jetzt mal ein bisschen ketzerisch. Aber irgendwie hat das auch Bock gemacht, dass der halt irgendwie einfach so ein bisschen aussah, wie so ein bisschen assi aussah, auch nicht so viel gelaufen ist und irgendwie, weiß ich nicht, so ein Mijat Gacinovic, der läuft ganz viel, aber vielleicht auch zu viel und sollte dafür ein paar andere Sachen irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht wäre ich einfach nur alt und irgendwie ja. Mit so einem 10-Jährigen redest du und sagen, das sind doch die geilsten Typen der Welt, was hast du denn hier? Geile Frisuren, geile Mucke, geile Ohrringe, geile Tattoos, weiß ich nicht. Ja gut, ich glaube, das ist halt auch so, für uns in der Art und Weise, wie wir an diesen Sport rangekommen sind, war es halt der Sport an sich, der Fußball an sich, die Mannschaften, die Typen an sich und die Erlebnisse, und heute ist es dann irgendwie CR7, der da so einen glasklaren, so einen 200-prozentigen Freistoß irgendwie millimetergenau oben in den Winkel reinhämmert. Weißt du, auch wenn du diese, also ich wünschte, ich könnte das gerne, mich so in diese ästhetische Komponente, also obwohl ich wegen dem ästhetischen Fußball Eintracht-Fan geworden bin, also würde ich zu sagen, ich finde, das Ganze drumherum kann ich ausblenden. Ich freue mich einfach nur, wenn ein Pass millimetergenau gespielt ist, und dann kann ich mir Bayern-Spiele angucken und finde jedes Spiel geil, weil da natürlich sehr viel bessere Pässe rumkommen, als wenn wir halt teilweise so aus der Abwehr spielen. Aber irgendwie ist es das halt nicht so. Also du willst ja nicht Perfektion sehen. Du willst irgendwie, außer bei der eigenen Mannschaft. Also wenn die Eintracht einen geilen Pass spielt, da kann ich mich halt stundenlang drüber freuen. Wenn ja, irgendwie aber die Bayern halt nicht andauernd spielt. Ja, das ist richtig. Weil es halt was unwahrscheinlich ist. Ja. Wenn David Abraham einfach mal einen 50-Meter-Pass an den Mann bringt, das ist wie Weihnachten und Neujahr, und dann zündest du auch alle Kerzen an. Ja, ist richtig. Es ist so dieses unerwartete Element, was du halt, wenn du irgendwie siehst, wie Mannschaftname hier einfügen, den 300. perfekten Pass über 15 Meter in den Lauf gespielt hat in der Partie, dann ist es halt kein Überraschungseffekt mehr. Ja. Nee, ich meine, ich habe das Pokalfinale, warum auch immer, die erste Viertelstunde angeguckt irgendwie, und die Bayern spielen einen perfekten Lobpass über irgendwie Leverkusens Abwehr für nach 15 Minuten, eigentlich viel zu spät, und du denkst, das Spiel ist gelaufen, weil die werden jetzt noch 30 perfekte Lobpässe spielen, wenn sie dann noch Bock haben und sich nicht schonen irgendwann. Und dann ist, also so ein bisschen, hatte ich auch in dem Text, in dem Brief geschrieben, ich meinte, kann man sich jeden Tag die Mona Lisa angucken, ohne irgendwann dabei abzustumpfen. Also hohe Kunst kannst du irgendwann überhaben. So. Ja, ist richtig. Wenn du dieses Buch nochmal schreiben würdest, würdest du irgendwas anders machen? Gute Frage, ich war immer froh, als es einfach fertig war. Kann auch manches nicht mehr sehen und irgendwie nicht mehr lesen und so. Aber im Großen und Ganzen bin ich einfach froh, das ist mein erstes Buch, so dass ich das fertig habe. Da sind Sachen drin, die mir im Nachhinein schon ein bisschen peinlich sind oder wo ich sage, irgendwie hättest du es mal anders geschrieben, hättest du es gedruckt, oder irgendwie ist doch noch ein Tipper übersehen. Aber im Großen und Ganzen denke ich einfach, ey, das ist ein
Dokument von einem Jahr, wo ich irgendwie so ein bisschen durch die Zeit gereist bin und hoffe, das machen Leute mit dem Buch mit und freuen sich über manche Stellen, ärgern sich über manches, besser als wenn es egal ist. So, das Schlimmste ist immer, wenn es egal ist. So, also wenn es irgendwie, ja, wenn du es so liest und denkst so, ja, Wikipedia. So. Nicht falsch, nicht, aber auch irgendwie nicht richtig, richtig. Okay. Ja. Aber ich schreibe schon an dem nächsten Ding, das wird natürlich alles noch geiler und noch besser und schon mal vorbestellen und jetzt schon mal auf kulturkon.de, nicht zu Amazon, die kassieren viel zu viel. Auf Kulturkorn, Fußballfilmreihe, alle Fußballfilme kaufen, mit sehr schöne, wie du gesagt hast, FSV-Fibel, sehr schön, auch sehr viel, sagen wir mal, vielleicht auch noch klassischer, wobei ich auch dachte, ich kann jetzt kein klassisches Eintracht-Buch schreiben, weil ich habe allein schon 4 im Regal stehen und ich will nicht das 5. schreiben, wo das Gleiche drin steht. So. Ja. Ein bisschen ist ja auch irgendwie gesagt, du kannst ich glaube, die Mitbeistverkaufs auf der Reihe sind tatsächlich irgendwie Aue und Leipzig oder so, Chemie Leipzig, wo es halt auch nicht so viel gibt. Also wo du sagst, da erzählt man so eine Geschichte, die noch nie erzählt worden ist, weil sie einfach noch nicht niemand erzählt hat bisher. Und bei Eintracht musst du wirklich überlegen, wie kriege ich diese Emotionen, die so ein Rebic-Solo oder so ein Fjørtoft-Übersteiger mir jetzt aufgelöst, wie kriege ich die nochmal aufs Papier? So, und das war so mein Gedanke, das mit so einem persönlichen Ding zu verknüpfen. Ja. Ja, sehr schön. Ich verlinke mal die Seite vom Verlag. Und dann kann man das da kaufen. Band 32, Eintracht Frankfurt. Und dann gibt es ja demnach noch 31 weitere. Und wie ich gerade eben sehe, gibt es ja jetzt auch das erste, ein internationales. Genau, österreichische Vereine gab es schon vorher. Partizan ist jetzt gerade erschienen. Ja, genau. Sind sehr schöne Sachen. Also wenn ihr sagt, ich höre den Eintracht-Podcast, bin aber gar kein Eintracht-Fan und habe bis jetzt trotzdem durchgehört, was mich entspannt. Es gibt auch andere schöne Vereine und auch schöne Bücher und auch ganz unterschiedlich von Ultras in Kooperationen geschrieben irgendwie oder Fangruppierungen wie bei St. Pauli oder irgendwie so ein SFC Köln, Andreas Merkel, ein Schriftsteller, der einfach ein EM-Tagebuch geschrieben hat, wo es nur lose um Köln geht. Also liest sich aber trotzdem gut. Also kann ich empfehlen. Guck da mal rein. Wir verlinken das mal. Jetzt hast du das Buch in der aktuellen Zeit angefangen und hast es am Ende auch in der aktuellen Zeit beendet. Dann lass uns doch vielleicht auch noch mal kurz über die aktuelle Zeit sprechen. Die Bundesliga-Saison ist ja rum. Also zumindest, ja, doch Bundesliga-Saison. Euroleague steht ja noch an. Wie zufrieden bist du am Ende mit dieser Saison, wenn man mal so das so alles zusammenzählt mit Umbruch, 100 Millionen eingenommen, merkwürdig teilweise reinvestiert, Corona und Gedöns. Bist du am Ende zufrieden? Ja, das Ende ist natürlich irgendwie schon sehr versöhnlich, irgendwie mit Platz 9 und fast sogar noch mal in den Europapokal gekommen und Pokalwettbewerb weit gekommen, in einem Jahr durch diesen komischen Modus ja immer noch drin. Überleg auch da irgendwie hinzukommen, irgendwie diskutiere da gerade, mal gucken, ob es möglich ist. Aber und durch diese Spiele, die du einrahmen kannst, gegen Bayern 5-1 und so, aber irgendwie auch echt viele Durststrecken und auch schlimmer als Durststrecken, nämlich wirklich so ein komplettes Dauer auf die Fresse gekriege, wo man wirklich Hassgefühle entwickelt und denkt, das kann doch nicht euer Ernst sein. Und irgendwie so im großen Ganzen irgendwie auch, ja, das Beste draus gemacht, das ist so eine vergebene Chance. Also da gibt dir jemand 100 Millionen in die Hand und einen André Silva im Tausch und du denkst, wenn du, ja, schade, dass die Büffel wechseln, aber wenn du das jetzt richtig ausgibst, dann ist die Eintracht vielleicht wieder oben dran, vielleicht auch wieder echt so ein bisschen relevant und irgendwie deutschlandweit irgendwie geachtet und irgendwie spielt dauerhaft nicht Top 4, vielleicht, was auch mal geil wäre, Champions League, aber irgendwie Top 6, Top 7 und dann holst du einfach Dominic Kor und Di Pessoa und du denkst einfach nur, boah. Es ist einfach, ja. Ich meine, die haben ja teilweise auch dann gezeigt, so am Ende der Saison, was die sich vielleicht auch dabei gedacht haben, die zu holen und so, aber ich weiß nicht. Also. Ja, es wirkt irgendwie alles so ein bisschen sehr komisch.
Also Ja, ich weiß auch nicht, wer, ja. man kann nicht so richtig, man kann sich nicht so richtig ärgern, weil am Ende ist ja schon, zumindest wenn man es als Umbruchsaison definiert, okay ist. Auf der anderen Seite ärgert man sich halt schon, weil eigentlich viel mehr drin gewesen wäre, ja. Ich meine, nicht jeder Transfer sitzt und irgendwie, es gibt ja auch so Abzüge, Steuern und Raten und dann zahlt jemand die Rate nicht und irgendwas, angeblich haben die 15, 16 Millionen nur an Berater-Honoraren gezahlt in 2019. Und ja, man weiß dann, steckt da auch nicht drin und so und wen sie eigentlich wollten und wer nicht gekommen ist und wer wollte Ja. eigentlich wen haben und wen wollte Hütter haben unbedingt, obwohl das gar nicht so in diese Philosophie passt von irgendwie entwicklungsfähig und hat noch Potenzial. Aber so ein bisschen, was ich auch so schade, wenn ich meine, ich glaube, wir hatten die zweitälteste Mannschaft nach Gladbach im Schnitt, habe ich irgendwo gelesen. Ja. Das kommt doch wahrscheinlich auch darauf, wie du es rechnest. Und irgendwie außer so Kamada, der aber auch nicht mehr 19 ist oder so, und Silva auch keine 19 mehr, siehst du auch wenig Spieler, wo du sagst, die haben noch ganz viel Potenzial. So, da haben wir noch Werte, die sind noch nicht ausgereift. Klar hoffe ich, dass Tchipou irgendwann mal entdeckt, was für ein Spieler er eigentlich sein möchte und das dann mal einfach macht. Aber irgendwie, ja, wenn das Gefühl, die Kasse ist wieder leer, jetzt stellen sie Kostic ins Schaufenster, selbst Trapp ins Schaufenster. Irgendwie, ich denke, wohin denn eigentlich? So in den 90ern wusste ich wohin. Schwarze Kassen, irgendwelche krummen Deals, aber irgendwie traue ich denen jetzt auch nicht mehr zu, dass die es einfach, weiß ich nicht, einsacken oder so. Das versickert dann irgendwo anders. Ja. Und dann, ja, es ist halt. Also ich kann's jetzt, kann auch verstehe, auch wenn die alle reißen, kann ich jetzt auch verstehen, dass du nicht sagst, die Spieler verzichten auf 20% und dann holst du einfach mal, gehst du mal shoppen und Ja. holst da ein paar und die Ja, ganze Mannschaft ist angepisst. was ich mir halt auch irgendwie schwierig vorstellen kann, weil ich jetzt auch ehrlicherweise nicht wüsste, jetzt in der aktuellen Situation, wo und wie tatsächlich shoppen. Also vielleicht ist es ein guter Zeitpunkt, weil einfach viel Geld aus dem Markt raus ist und du irgendwie ganz viele Spieler wesentlich günstiger bekommst, als du sie letztes Jahr bekommen hast und vielleicht auch, als du sie nächstes Jahr bekommen wirst. Was ja auch keiner weiß, ist ja auch viel Glaskugel. Auf der anderen Seite kann ich mir halt auch vorstellen, dass gar nicht so viel spannendes Material auf dem Markt da drauf ist. Also es ist so ein bisschen sehr schwierig, das jetzt alles gerade irgendwie einzuschätzen. Es wird auch ein endloses Gewarte mit irgendwie Transfergerüchten von Spielern, die wahrscheinlich von sich selber noch gar nichts gehört haben, weil man die einfach irgendwie nicht kennt. Aber so ein bisschen ist es auch, ich meine, es ist bei uns allen doch so, ist irgendwie, du denkst so, ey, wie gut bin ich, wenn du jetzt nicht gerade festangestellt bist und nicht in Kurzarbeit, aber denkst so, wie gut bin ich ja aufgestellt, so für die zweite Jahreshälfte, kommt der große Knick. Mache ich einen Urlaub, mache ich keinen Urlaub? Ist jetzt gerade ein geiler Zeitpunkt, Urlaub zu machen, weil endlich mal hast du ein bisschen Platz für dich so. Irgendwie in Berlin ist gerade sehr schön unter Linden. Irgendwie sind so wenig Touristen wie noch nie. Ist schlecht für die Leute, die davon leben, aber auch mal geil, einfach bis da mal lang zu laufen, mal wieder nach langer Zeit. Aber so ein bisschen ist es auch als Eintracht irgendwie, bist du jetzt konservativ und hältst deine Schäfchen zusammen, weil du weißt ja nicht, was dann noch kommt. So, zweite Welle oder Zuschauer oder wie auch immer, oder fällt, wenn die ganzen Ligen, die jetzt ja noch kicken und die du alle guckst, und ich zumindest gucke ich mir Zusammenfassungen gern an, wenn die dann durch sind, dann geht da vielleicht auch der ein oder andere, weil sich der Verein das auch nicht mehr leisten kann oder will. Ja, Aber. es ist halt schwierig. Also es ist halt jetzt viel, viel Gepoker und viel Abgewarte und dann sind wir halt wieder auch so ein bisschen bei der Frage, so, okay, die letzte Saison hat man jetzt nicht so ganz optimal gehabt, weil du Spieler hattest, die jetzt vielleicht nicht so 100% gepasst haben. Vielleicht kriegst du jetzt in dem Jahr die Spieler, aber vielleicht kriegst du sie dieses Jahr halt einfach zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt, weil du irgendwie sehr lange drauf warten musst, was halt auch wieder so semi-gut ist. Also irgendwie ist es schwierig, da eine klare Meinung zu haben momentan, finde ich. Na, der Fredi ist ein Zocker und irgendwie denkt man, der wird das schon alles ganz gut im Blick haben und er wartet ja auch immer gerne bis zum allerletzten Tag mit dem Resultat, dass dann irgendwie so ein Bas Dost völlig unfit kommt und dann irgendwie auch nicht mehr fit wird, was vielleicht dann auch andere Gründe hat, keine Ahnung, aber ja, der wird schon versuchen, den besten Deal zu machen, aber irgendwie weiß ich. Ja gut, was aber halt bedeuten könnte, dass dann der beste Deal irgendwie ist, dass der Spieler am 4. Oktober kommt. Die Ja, Saison, wo dann also. schon 4 Spieltage gespielt sind und der halt dann locker nochmal irgendwie 4 bis 8 Wochen braucht, um wieder sich irgendwie in die Mannschaft vielleicht einzuarbeiten. Es sei denn, du holst halt wieder einen, der 30 Jahre ist und vielleicht auch viel Glück spielt am Ende.
Ja, aber du, am Ende kennst du auch die ganzen Zahlen nicht und was will Berater X und was hat der für Vorstellungen und so. Wenn du und ich uns mal irgendwie transfermarkt.de durchklicken würden und sagen, ja, warum den denn eigentlich nicht? So, dann würdest Ja, du den mal anrufen und fragen, was willst du eigentlich haben und was hast du so noch für Vorstellungen und was läuft dann noch so bei dir sonst privat ab, von dem man nichts weiß und dann denkt man, okay, den holen wir vielleicht nicht. So, und dann. klar, da steckt natürlich noch viel mehr dahinter, als jetzt einfach nur irgendwie irgendwelche Transferablösesummen. Wie du schon sagst, da sind Beraterthematiken drin, da weißt du nicht, was ist das für ein Charakter? Was stellt der sonst noch irgendwie für Forderungen, Dinge, die dann da irgendwie ablaufen und sonstige Dinge, ja, Einsatzzeiten, weiß ich nicht, hier Sonderprämien nach irgendwie fünfmal ohne über die eigenen Schnürsenkel zu fallen auf dem Platz gewesen und sonstige Dinge. Also da gibt es ja ganz viele kleinteilige Dinge, die dann da einfach noch drinstecken. Also ist mit Sicherheit ein sehr komplexes Geschäft. Aber da muss ich auch sagen, da will ich mich als Fußballfan vielleicht auch gar nicht so weit mit beschäftigen, weil so ein bisschen muss es ja auch diesen Reiz des Unbekannten haben. Ich sag dir eins, mit Beratern willst du nicht telefonieren. Das sind Wahrscheinlich nicht, ganz, nee. ganz weirde Typen. Die seriös sind, reden nicht und die unseriös sind, reden dann noch umso mehr. Also, wenn dein Berater irgendwie ausplaudert, irgendwie mein Klient wird beobachtet worden, dann kannst du ja echt schon ausrechnen, wie viel da vielleicht dran ist. Aber Ja. man steckt halt nicht drin und will es auch nicht. Und ich bin echt froh, wieder Fan zu sein und es nicht professionell machen zu müssen, zu sagen, irgendwie, bitte erzählt mir was und dafür weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja. Stelle ich es vielleicht so oder so da, keine Ahnung. Ja, verstehe. Naja, mal gucken, wer noch kommt. Luka Jovic soll meinetwegen Hertha holen, wenn die meinen, dass sie so viel Geld haben. Ich glaube, ohne Nico, der dem Arsch tritt, kommt der schwer ins Laufen und Hat keine man ja Ahnung. jetzt durchaus da in Madrid auch gesehen. Das hat ja auch irgendwie nicht so richtig gut funktioniert. Nee, und deswegen, es gibt irgendwie, ich bin auch kein Fan von irgendwie nostalgisch holt den zurück und so. Und der war doch irgendwann mal gut bei uns und so. Es ist schon gut, dass so Fußballmanager wie Bobic da vielleicht ein bisschen unemotionaler sind und dann sagen, Ja, so gibt es dem Spieler nicht nur einen Vertrag, weil der irgendwie schon ein netter Kerl ist und lange da oder so. Rückholaktionen finde ich auch immer irgendwie schwierig. Die sind selten so richtig gut gewesen. Weil er auch Möller geholt hat, da kann ich nochmal die letzte Brücke zum Buch. Ist bei mir nicht so populär. Meinem Epilog rede ich auch noch mit einem fiktiven Möller und gehe nochmal durch, was er alles in Frankfurt so zerschlagen hat im Porzellan. Aber ich gestehe dem zu, dass er vielleicht irgendwie auch irgendwie ein Konzept hat und besser kann die Jugendarbeit auch nur werden. Aber so als Typ, ja. Ja, wobei ich da halt auch schon unterscheiden würde zwischen Leute zurückholen, dann in einer anderen Rolle oder Ich finde Leute halt. Markenbotschafter, mach klar, kannst du nichts kaputt machen. Naja, oder halt Leute zurückholen mit irgendwie einem Jahr oder 2 Jahren Versatz, um halt exakt dasselbe zu tun. Da sehe ich es halt schon irgendwie dann nochmal anders da und halt auch schwieriger. Ja. Ich weiß, bei manchen Leuten kann ich auch von außen nicht einschätzen, was jetzt die Qualifikation ist, aber bei Leuten, die keinen Profi- oder sogar Nationalspieler-Hintergrund haben, vermute ich öfter mal, dass der schon was können muss, wenn der an den Posten kommt. So ein Nagelsmann oder so ein Klopp oder so, die haben jetzt nicht aufgrund ihrer geilen Spielerkarriere alle Türen offen, so. Die haben irgendwie, die müssen schon irgendwas können, so. Gibt aber auch viele Blender in dem Business, ja. Mindestens einer von den beiden, die du gerade genannt hast, ist jetzt aber auch mit Sicherheit nicht durch den Sympathiebonus dahin gekommen. Ja, aber das sind oft so Typen, die so self-made, so Rangnicks oder so, die haben sich verbissen nach oben gebissen. Und so sympathisch wirkt das dann auch. Und so ein Franz, der konnte halt einfach wirklich sagen, spielt's Fußball. Den fanden immer alle geil, bis 2006 rausgekommen ist. Aber so, das kannst du dir auch nicht immer so leisten, irgendwie zu sagen, ich bin so ein bisschen laissez-faire, easygoing, immer gut drauf, entspannt. Ja. So, weil mir hören ja eh alle zu, weil ich bin ja der Weltmeister. So, das ist so, gibt's auch ein paar Ex-Spieler, die ja, glaube ich, mit der Einstellung ins Trainergeschäft gegangen sind und Ja, und die sind jetzt vielleicht auch nicht so mega weit gekommen, ne? ja, genau, aber mal gucken, was die so alle zustande bringen. Und nächste Saison ist ja noch echt viel Zeit, echt viel Zeit. Und
dann mit Fans, ohne Fans und so. Also ich würde gerne mal wieder nach Frankfurt kommen. Ich würde euch auch gerne mal, falls ihr in Berlin seid, lade ich euch gerne mal ein. Alte Försterei oder Olympiastadion kriegt man leichter Tickets. Ich würde sagen, Olympiastadion, da ist ja immer mindestens eine Hälfte leer. Genau, das ist dann auch nicht im Winter, es ist arschkalter, aber vielleicht spielt Hertha dann ja Champions League als Big City Club mit Luka Jovic im Sturm. Und ja, vielen Dank. Ja, letzte Frage, bevor Bundesliga wieder anfängt, ist ja noch Euroleague, die muss ja noch zu Ende gebracht werden. Basel, du hattest es ja gerade eben schon angesprochen, siehst du da noch eine Chance für die Eintracht, da diese 3-0, diese drei Tore aufzuholen? Ich fand ja dieses Hinspiel, weiß ich noch, das war dieses Corona-Wochenende. Das war dieses Corona-Wochenende, was ja dann irgendwie verschoben worden ist, nicht wegen Corona, sondern wegen der Sturmthematik. Und dann haben sie es ja von Donnerstagabend noch auf Freitag dann irgendwie da durchgeschoben. Das war, glaube ich, Salzburg, als sie es verschoben haben. Und ach so, Salzburg. Basel, ach, weiß ich noch. Da habe ich jetzt gerade verwechselt, stimmt. So weiß ich, Basel war ja das Spiel, was sie dann ja noch in Frankfurt, wo es ja erst die Diskussionen gab, irgendwie mit Fans, ohne Fans und dann nachher doch ohne Fans und danach haben sie ja den Laden quasi dicht gemacht. Ja, ich weiß noch, ich unterrichte auch Deutschkurse irgendwie so als Nebenverdienst und bin da noch Donnerstag zum Kurs und dachte, scheiße, irgendwie Abendkurs, verpasst die erste Hälfte. Hab mir dann noch da im Kursraum die zweite angeguckt und dachte, was, wie weird sind Geisterspiele, und gestern hieß es noch, dürfen Fans dann doch keine. Ja. Die wirkten auch so, als hätten die sich ergeben. Angeblich hieß ja, die wollten nicht spielen, zumindest ein paar Spieler, und wurden von der sportlichen Führung irgendwie halb gezwungen. Und so haben sie auch gespielt irgendwie. Und habe aber auch noch zu dem Kurs gesagt, wir sehen uns dann Montag oder zum nächsten Kurs. Und dann war Lockdown. Und danach war wir sehen uns irgendwo in geschlossenen Räumen erstmal lang nicht zu denken. Und irgendwie war das so, eigentlich sollte man das aus der Wertung nehmen, wenn man ehrlich ist, so wegen besonderer Umstände. Will aber auch nicht alles darauf schieben. Jetzt, keine Ahnung, die Schweiz haben jetzt auch, glaube ich, ein paar Corona-Fälle. Und weiß nicht, ob die Saison abgebrochen wird und ob die dann überspielt oder unterspielt kommen, ey, geht kegeln, werft eine Münze, keine Ahnung. Ist alles so ein bisschen irregulär. Auch so, dass Dresden dann irgendwie in die Quarantäne muss und dann kommen die verspätet in die Saison und steigen dann ab. Ja, okay, Fernsehgeld ist geflossen, aber ich weiß auch nicht, bei ganz vielen Spielern, die offiziell Muskelfaser hatten, ob die alle Muskelfaser hatten oder ob da jemand Kalu-mäßig Scheiße gebaut hat. Ich habe jetzt noch gar nicht mitbekommen, dass die in der Schweiz, in Österreich tatsächlich jetzt auch Corona-Fälle hatten. Siehst du, das ist mir jetzt noch an mir vorübergegangen. Ich habe auch nur die Schlagzeile gesehen, so wieder Corona-Fall in der Schweiz, Saison fortgeführt, habe jetzt auch nicht reingeklickt und so. Also entweder ist Basel komplett überspielt, weil die die Liga noch zu Ende wuppen, oder ja. Kommen auch genauso, dass sie aus dem Urlaub, ich glaube, die Eintracht, wenn du siehst, kurz vor Trainingsstart, die nehmen das jetzt auch nicht übertrieben ernst, aber. Ja, und wie du schon sagst, die Schweizer kommen ja quasi dann direkt aus dem Spielbetrieb. Regulär wäre ja quasi der letzte Spieltag in deren Liga an dem Wochenende davor. Ja, aber keine Ahnung, weißt du, dann sind die irgendwie nicht richtig auf dem Platz und wir sind endlich mal ausgeruht und dann gewinnst du da und dann hast du dieses Kegelturnier in Köln. Irgendwie unter Ausschuss der Zuschauer und ja. Ein Spiel entscheidet und so, und dann gewinnst du auf einmal eine Europa League und weißt selbst nicht wie. So, es ist nicht so geil wie mit Fans im Stadion und auf dem Platz, aber ich würde es mitnehmen. So. Ja. Es wäre halt dann wieder so dieser Überraschungseffekt. Ja, also ich meine, ich bin ja froh, dass ich nicht abgestiegen sind. Ich dachte, irgendwie diese Mannschaft braucht einfach einen Arschtritt von Fans. Und eine geile Choreo und dann irgendwie, dann drehen die auf und sonst drehen die ab. Die haben es ja dann auch ohne Fans fast noch besser gemacht. Ey, weiß ich nicht, das ist. Ich bin beim Champions League Turnier in Lissabon tatsächlich. Okay. Ich weiß nicht, ob ich da ins Stadion komme. Irgendwie mal interessant, das zumindest auch von der Atmo zu kriegen, ob so eine Stadt davon überhaupt was hat, dass da irgendwo hinter den Zäunen ein Europapokalfinale steigt. Aber. Erstmal eher Urlaub als geplant, dahin zu gehen, aber das schließt sich ja nicht aus. Ja. Gehen ja viele Türen auf. Ja. Ja, vielleicht kannst du ja dann mal berichten, wie das bei dem Champions League-Duell dann da in Lissabon so abgelaufen ist. Das fände ich nochmal interessant zu sehen oder zu erfahren,
wie sich das so angefühlt hat, ich stelle mir das nach wie vor sehr, sehr merkwürdig vor. Ja, dieses komische Gehalle und so irgendwie. Und ich meine, ich finde, es sind so geile Momente, wie Kostic, glaube ich, nach dem Siegtor gegen Wolfsburg, glaube ich, laut Fuck you Richtung Wolfsburger ruft. Und das hörst du dann. So, das sind schöne, schöne kleine Momente, aber im Wesentlichen ist es, ja, ich meine, für die Spieler ist eigentlich, glaube ich, fast egal, ob du jetzt irgendwie auf dem Bolzplatz im Park irgendwie, da steigerst du dich ja auch rein. Aber als Fan denkst du, das hat nicht mehr viel mit dem zu tun, warum ich das irgendwie geil fand. Ah, ja, ich weiß nicht, ob das für die Spieler auch so total ohne Ding ist. Ich glaube tatsächlich, dass es für die auch eine ganz würde Situation ist, wenn du in so einem großen Stadion bist, wo du es ja eigentlich gewohnt bist, dass da immer irgendwie laut ist und dann ist da so eine sehr merkwürdige Stille drin. Ich kann mir schon vorstellen, dass das da auch schwierig ist. Ja, die haben mir schon auch leid, so mit irgendwie sich coronamäßig einschränken, mussten jetzt nicht irgendwie die Basketballer in so ein Hotel und ohne Familie und so, aber dann irgendwie zu denken, ist das jetzt gefährlich oder nicht und ich muss zum Zweikämpfe führen und irgendwie, oder ich muss jetzt auf der Bank eine Maske tragen, wo wir jeden Tag zusammen trainieren, nur damit es die richtige Message sendet nach draußen, damit ja niemand sagt, warum kriegt der Fußball jetzt seine Extrawurst. Ja, also ganz komische Nummer und ich weiß nicht, in einem Jahr gucken wir, glaube ich, alle hoffentlich zurück und denken, was war Crazy Times und schreiben vielleicht auch mal ein Buch drüber. Aber ich bin froh, dass es mein Buch da erstmal nichts zu tun hat, weil die Story ja to be continued ist. Ja. Die Corona-Story. Ja, schauen wir mal, was da noch passiert. Ich danke dir auf jeden Fall ja, cool. Für dieses ausführliche ja, Gespräch, was wir heute geführt haben, dafür, dass wir am Anfang gesagt haben, auch mal gucken, wie lange wir tatsächlich reden werden über dieses Buch, ist es dann jetzt doch wieder sehr lange geworden. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, danke dir, hat Spaß gemacht, gern wieder und vielleicht liest du ja im Urlaub das Buch nochmal und lachst da selbst mal die Witze, aber freut es mich, dass ich lesen konnte und Feedback gerne. Und genau. Das Aufruf an die Hörerinnen und Hörer da draußen, wenn ihr das Buch schon käuflich erworben und gelesen habt, dann lasst doch einfach gerne mal Feedback in den Kommentaren da. Ich glaube, der Dominik. Oder eine Facebook-Seite und so. Genau, oder auf der Facebook-Seite. Wenn ihr es noch nicht käuflich erworben habt und jetzt so ein bisschen interessiert seid, ich verlinke euch die Webseite des Verlags, kauft es dort. Dann hat da direkt der Verlag was davon und es geht nicht über irgendwelche Plattformen, die da eine Menge Geld irgendwie wegnehmen. Genau. Und da würde ich sagen, vielen Dank und dann machen wir jetzt den Laden zu. Bis dann. Genau. Tschüss. Bis dann. Tschüss.